Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich in den Räumen hier begrüßen. Und mein Name ist Manfred Hörl, ich bin unter anderem auch Vizepräsident in diesem Verein hier. Ich darf ein paar Worte zu der Digital Society sagen. Wir sind ein Verein, der versucht, in der Gesellschaft die Digitalisierung von allen Seiten zu beleuchten und einen wichtigen Beitrag auch für die Öffentlichkeit in die Richtung zu leisten. Und in dem Zusammenhang eben diese Digitalks, die zu interessanten Themen und einem sehr renommierten Publikum einerseits und renommierten Tableau auf dem Podium andererseits Rede und Antwort stehen werden. Und diesbezüglich darf ich gleich beginnen mit der Vorstellungsrunde. Auf der einen Seite die Frau Dr. Binder. Frau Dr. Binder ist seit vielen Jahren tätig als Rechtsanwältin und vor allem im Bereich, interessant ist es Solarenergie, kann ich vielleicht ein paar Worte später sagen, aber vor allem im Telekom- und IT-Branchenbereich generell, Vertragsrecht und IT-Recht. Und natürlich auch begleitende Maßnahmen bei größeren IT-Projekten, wo es um Software-Audits zum Beispiel auch geht. In weiterer Position haben wir Frau Magister Illibauer. Überall, wo bei der WKO drinnen draufsteht, DSGVO, ist zumindest der Illibauer drinnen. Also sie ist... Nicht bei den schlechten Dingen. Nicht bei den schlechten Dingen. Sie ist Referentin in der Bundessparte Information und Consulting bei der WKO offiziell und hat auch sehr gute Erfahrungen bis nach Brüssel hinauf, wie sie mich gelesen habe. Und ist also für Konsumentenschutz, E-Commerce, Datenschutzrecht verantwortlich und hält eine Reihe von Vorträgen in verschiedensten Institutionen. In der nächsten Position sehen Sie im Zentrum des Podiums Herrn Mrak, der seit vielen Jahren schon mit seinem Verein Privacy Officers sehr bekannt geworden ist. Er selbst ist bei Compliance zuständig für die Casinos Austria und hat also sicher sehr viel zu erzählen über seine Erfahrungen aus dem letzten Jahr in dem Bereich. Die wichtigste Position von heute hat Herr Magister Zaradil. Er vertritt die öffentliche Stellung der DSB, der Datenschutzbehörde, und er hat einen Titel, den ich sehr nett finde, Kommissär, habe ich gesehen. Sie sind Kommissär, nicht Kommissar. Auch erst letztens rausgefunden. Ich finde alles Mögliche heraus, wenn ich mich da vorbereite. Also Kommissär habe ich ganz toll gefunden, dass man das bei der DSB ist, offiziell. Klingt gut. Und vielleicht ein bisschen mehr Druck machen als Kommissär. Kommissar. Wäre nicht schlecht vielleicht. Und ja, und ganz interessant natürlich, dass er auch, vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, dissertiert zu dem Thema Informations- und Mitteilungspflichten im Datenschutzrecht. Also bitte gleich ein paar Fragen vorbereiten für nachher, weil das ist sicher ganz interessant, was uns da aus seiner Erfahrung und seinem Vorhaben im Rahmen der Dissertation vielleicht erzählen kann. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und er ist auch ein Vortragender bei einer Reihe von Veranstaltungen, wie auch zum Beispiel beim dasselbe Thema übrigens wie heute, ein Jahr DSGVO beim Rechtstag, von InfoLaw veranstaltet, den IT-Rechtstag. Und das ist genau ein wichtiger Punkt. Wir haben bei der DSGVO eine interessante Bipolarität. Auf der einen Seite Rechtsanwälte, auf der anderen Seite Techniker. Ich komme gerade von einer LSZ-Tagung, wo es auch um Security ging. Genau das konträre Modell. Also das heißt, hier ist ein interessantes Zusammenspiel oder Kontroverse aus Technik und Jus, und na, mal schauen, wo der Hype hingeht. Der eine ist vorbei, vielleicht kommt der zweite. An der letzten Position ein ganz interessanter Kollege, Herr Magister Keins. Er kommt aus einem ganz anderen Bereich in dieser Runde. Er kommt aus dem Bereich der Bürgerrechte, Berufsleben und Zeitungsbranche. Und wie ich da herausgefunden habe, beim Tagesspiegel in Berlin waren sie auch. Also auch europäisch interessanterweise sehr gut tätig. Und er ist auch der Chef oder wie auch immer mit Quintessenz machen sie eine Veranstaltung. Also alles, was so in diesen Bereich hineinspielt. Und heute ist er Geschäftsführer des Internet Service Providers, eben Quintessenz. Dass das als Service Provider ist, habe ich selber erst gelernt. Das ist meine eigene Firma. Also auch in dem Bereich ist er aktiv. Und ja, und wir haben auch den Big Brother Award. Vielleicht können Sie da später auch noch was dazu erzählen. Also das ist mal die Kurzvorstellung in der Runde. Jetzt gehen wir es konkret an. Ich ersuche die
Teilnehmer am Podium der Reihe nach, ihre Statements zu geben, was sie so als Erfahrungen gesammelt haben. Und ich habe immer gebeten, mir ein kurzes Leitzitat mir zuzuschicken. Und ich darf also das Wort an Frau Dr. Binder übergeben mit dem Leitzitat: Die DSGVO ist in der Praxis angekommen. Bitte. Ja, danke schön für die Einleitung und auch für die Vorstellung. Nein. Ja, okay, Entschuldige, passt schon. Danke. Wie Sie vielleicht gehört haben, ich beschäftige mich mit Datenschutzrecht, aber nicht ausschließlich. Ja? Und insofern glaube ich, dass ich eine Sicht aus mehreren Perspektiven auf dieses Thema habe. Ja? Ich habe damals eben, oder letztes Jahr, war ich für die Einführung der DSGVO quasi in einem mittelständischen Unternehmen verantwortlich als externer Projektleiter quasi. Ja. Also man kann durchaus sagen, seit es die DSGVO gibt, gibt es definitiv mehr Awareness auf das Thema Datenschutz. Man möchte manchmal sogar glauben, das hat es vorher gar nicht gegeben. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also die Phase Beginn letztes Jahr und Ende des vorvorigen Jahres quasi war zwischendurch auch von Verzweiflung geprägt, weil man nicht gewusst hat, wie man jetzt mit manchen Dingen umgehen kann. Ja. Und ich war damals einfach in dem Unternehmen sehr froh, dass sich der CFO eigentlich dieses Themas angenommen hat, ja, weil man einfach rechtlich manchmal also wirklich nicht sagen hat können, so machen wir es und das ist richtig. Ja. Sondern man weiß eigentlich nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist und das waren einfach vielfach Managemententscheidungen. Ja. Der zweite Erfahrungswert ist natürlich im Zusammenhang mit IT. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mandant eine Software-as-a-Service-Lösung einführt, dann ist da natürlich auch ein Stück Datenschutz dabei. Dann darf ich mich auch mit einer Microsoft zum Beispiel unterhalten, wie denn die beim Thema Office 365 in der Cloud-Variante praktisch mit dem Thema umgehen, ja, oder genauso Google und so weiter. Wobei man da dazu sagen muss, also ich sage das meinen Mandanten immer relativ klar, an den Verträgen kann man eigentlich nichts ändern. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht, das lasse ich jetzt dahingestellt, aber es ist de facto so. Ja. Und da kann man meiner Meinung nach eigentlich nur wirklich für Transparenz und Vollständigkeit sorgen. Ja. Also dass man wirklich weiß, wie geht jetzt der Microsoft zum Beispiel mit dem berühmten Cloud Act um, ja, und so weiter und so fort. Ja. Was ich mit dem Zitat auch gemeint habe, jetzt die DSGVO ist in der Praxis angekommen, es hat sich wirklich ja wieder ein bisschen gelegt, das Ganze, weil das war wirklich zum Teil von Panik geprägt. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, aus den Auftragsverarbeitervereinbarungen werden zwischendurch Dissertationen gemacht, was unheimlich schwierig macht, ja, weil ich ja irgendwo eh einen Hauptvertrag habe, wo ich ja eh die Dienstleistung beschreibe und man dort auch das Thema Haftung und so überlege, wieso muss ich das Ganze dann nur mal regeln. Ja. Was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, dass sie komischerweise manchmal große Unternehmen eigentlich gar nicht so beschäftigen mit dem Thema. Ja. Oder wie soll ich sagen, umgekehrt, ich würde sagen, beschäftigen mit dem Thema, aber es ist umgekehrt so eben, dass dieses mittelständische Unternehmen dann, dass wir von uns aus eigentlich sagen, und habt das und das auch bedacht oder was ist mit diesen Daten und so weiter und so fort. Ja. Wo wir eben darunter gelitten haben und noch immer leiden, ist eben der Schnittpunkt Datenschutz und Technik, IT, ja, weil man da einfach von den Herstellern auch da oder dort ein bisschen allein gelassen wird, ja, weil wenn jetzt jemand mit einem Löschungsbegehren daherkommt, dann weißt du echt nicht, wie du das manchmal in der IT umsetzen sollst. Ja. SAP, da musst du wieder ein eigenes Modul dazu nehmen, dass du das überhaupt machen kannst und so weiter. Darüber und so fort. Ich wollte im Detail sprechen. Ah, okay, dann höre ich auf. Ja. Das ist einmal so die Einleitung. Gut, herzlichen Dank für das erste Statement. Ich gebe gleich weiter und nicht das Problem. Darf das Zitat von dir zitieren. Ein Jahr DSGVO war großer Segen und großer Fluch zugleich, ein Jahr der Superlativen. Der Datenschutzbehörde sei Dank, aber zumindest nicht bei den Strafen. Gut, dass das vorher... Also Schleimspur noch ausgebreitet, ja. Danke auch von meiner Seite für die Einladung hier. Ja, ist schon angesprochen worden, ein Jahr der Superlativen, vor allem bei uns in der Wirtschaftskammer, hat es im Rahmen oder im dann Zeitraum vom 25. Mai circa 500 bis 800 Anfragen pro Woche pro Bundesland gegeben. Ich möchte dazu sagen, wir sind in der Wirtschaftskammer circa
maximal 3 Juristen pro Bundesland im Datenschutzrecht. Ja, und die machen auch tatsächlich wesentlich mehr Dinge als nur Datenschutz. Also wir haben auch Konsumentenschutzthemen, zivilrechtliche Themen, gesellschaftsrechtliche Themen, gewerberechtliche Themen. Also das war eine große Herausforderung. Ob immer alles richtig funktioniert hat, das kann ich jetzt nicht gewährleisten. Ich hoffe es natürlich. Unsere Produkte sind aber hoffentlich zumindest sehr hilfreich gewesen. Ich mache auch noch einmal Werbung auf wko.at/datenschutzservice. Da finden Sie nach wie vor alles. Auch wir schlafen jetzt noch nicht. Wir daten das natürlich ab. Wir schauen, dass wir uns die aktuellen Entscheidungen auch ansehen und die auch natürlich einflechten in unsere Informationsdokumente. Und wir schauen, dass wir da dranbleiben. Naja, das letzte Jahr war insofern ein Segen, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen näher ausformulieren, weil Datenschutz eigentlich in der Vergangenheit immer als Nischenthema anerkannt worden ist, wenn überhaupt anerkannt. Ja, das machen ein paar Nerds, ein paar Juristen, die ja nichts anderes zu tun haben als Datenschutz, und eigentlich kann man eh nie wirklich sagen, ist das jetzt konform oder ist das jetzt schlecht, und das ist eigentlich ein Thema, das wollte sich keiner so wirklich antun oder da wollte sich keiner widmen. Das ist schon wirklich gut geworden. Also das ist etwas, was wirklich einen Vorteil gebracht hat. Nicht nur Juristen, auch Unternehmer, Unternehmensberater, IT-Dienstleister, aber auch alle anderen Unternehmer mussten sich mit Datenschutz auseinandersetzen. Und ich hoffe doch, dass die meisten Unternehmer in Österreich das Thema auch wirklich zu Herzen genommen haben und es teilweise vielleicht sogar als Chance gesehen haben. Also ich befürworte natürlich, dass man sagt, okay, es gibt natürlich immer wieder Umfragen, wo auch drinnen steht, naja, viele sind noch nicht 100% fit, aber ich würde jetzt behaupten, wenn ich in dieser Runde die Frage stelle, wer fühlt sich 100% DSGVO-konform, würden hier wahrscheinlich 2 oder 3 Personen trotzdem aufzeigen. Also ich würde es mich nicht trauen, wir sind als Kammer sicher sehr gut und wir sind auf einem guten Weg, aber 100% DSGVO-Konformität ist halt ein schwieriges Ziel zu erreichen. Es war ein Fluch, aber auch natürlich, auch wegen der Berichterstattung in den Medien, da muss ich leider schon sagen, es ist vielfach etwas schiefgelaufen. Ein Thema war natürlich, okay, seit der DSGVO gilt nur noch die Einwilligung, es gibt nichts anderes mehr, Sie müssen immer eine Einwilligung einholen. Absoluter Schwachsinn, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber etwas anderes fällt mir dazu nicht ein. Es gibt nach wie vor Verträge, wo man etwas regeln kann, es gibt nach wie vor berechtigte Interessen, es gibt sehr vieles, worauf man eine Datenverarbeitung stützen könnte. Was auch ein Riesenproblem war, war diese unglaubliche E-Mail-Flut. Also Sie werden kaum ein Mem oder eine Veräppelung dieser E-Mail-Flut nicht gelesen haben, also da hat schon sehr, sehr viel gegeben. Ob das wirklich notwendig war oder nicht, das stellen wir jetzt einmal in den Raum. Wir sagen einmal, ja, es war notwendig, weil niemand macht sich Arbeit natürlich gerne zu viel. Und was halt auch so ein Riesenthema war, wo Österreich leider sehr schnell, sehr zur Lachnummer geworden ist, sind so Dinge wie Türschilder. Ich glaube, das wird bei Ihnen allen einen gewissen Effekt auslösen. Bei mir löst es einen sehr großen Effekt auf, weil ich war leider zu der Zeit im Dienst und hatte die Anfragen in der Kammer. Das sind jetzt also Dinge, wo ich sage, da hat die Information einfach nicht sehr gut funktioniert, da waren wir vielleicht auch ein bisschen zu spät dran, man muss hier einfach gegensteuern und da würde ich auch Sie natürlich als Experten immer bitten, schauen Sie, dass Sie die Dinge auch wirklich an den Mann bringen, reden Sie weiterhin über Datenschutz und Datensicherheit, nicht nur ein Jahr nach der DSGVO, sondern auch weiter, vor allem im Hinblick auf Datensicherheit, das ist ein Thema, das wird ein sehr wesentliches werden, sagt auch die Datenschutzbehörde immer wieder, Datensicherheitsmaßnahmen sind etwas, was Ihnen nur zum Vorteil gereichen kann und nicht zum Nachteil, von daher machen Sie da was, investieren Sie etwas. Und vor allem, das gebe ich Ihnen auch mit, weil das Thema Infopflichten schon angesprochen worden ist, investieren Sie in wirklich gute Datenschutzerklärungen. Das ist meiner Meinung nach eines von den wesentlichen Teilen der DSGVO, dass die Informationspflichten einfach ausgeweitet worden sind, dass man das Spannungsverhältnis zwischen vielen Informationen an den Mann zu bringen und diese verständlich und transparent zu gestalten, irgendwie lösen muss. Und da ist einfach jedes einzelne Unternehmen für sich gefragt, um das wirklich gut und transparent und verständlich und ordentlich durchführen zu können. Gibt da nur zu bedenken, eine der Höchststrafen, die bislang ausgesprochen worden sind, war in Frankreich,
war die 50-Millionen-Strafe gegen Google. Ich glaube, 50 Millionen war es, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Und die war unter anderem aufgrund einer nicht transparenten, aufgrund einer nicht verständlichen Datenschutzerklärung. Das mag man von Google und von den großen Konzernen halten, was man will, aber die Datenschutzerklärung war nicht so übel. Da ist wirklich einiges an Geld hineingeflossen und einiges an Mannstunden. Das tut mir in der juristischen Seele etwas weh, weil ich dann durchaus nachfrage, okay, wie denn dann, wenn nicht so? Mit Comics, mit Video anscheinend ist alles okay, aber so hat es nicht geklappt. Gut, sei es drum. Wie gesagt, ich bin ein bisschen ambivalent, was das Thema anbelangt, versuche aber nach wie vor noch ein bisschen Spaß daran zu haben. Es ist ja doch auch durchaus lustig und ich würde mir wünschen, dass dieser Spaß an dem Thema auch wieder kommt. Also dass das nicht nur wieder das Nerd-Thema wird, sondern dass das Unternehmer tatsächlich auch als Vorteil für ihr eigenes Unternehmen sehen können. Danke. Danke für die Ausführungen. Vielleicht zur Ergänzung einen Satz dazu zu den 50 Millionen. Zwei Dinge, die kritisch sind. Das eine ist, die 50 Millionen sind so viel, wie uns 1,40 Euro zahlt. Also aus der Portokasse. Das zweite ist, sofort eine Beschwerde eingereicht, sie wollen es nicht zahlen. Aus Prinzip. Also das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind für die Zukunft. Zukunft vielleicht auch später für die Diskussion, dass man diese Vorgangsweise und diese Probleme, wie gehe ich mit den Dingen um, zum Reden kommt, weil das könnte natürlich dann interessant werden. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer an der Runde. Herr Michael Mark, Leiter der Compliance Casinos, haben wir schon erwähnt, sein Zitat vom Projekt in den Regelbereich, Normalität ist schon fast wieder eingekehrt. Bitte schön. Fast in Klammer, weil es wahrscheinlich... Das Fass habe ich gesprochen, die Klammer, sie war nicht ganz deutlich. Weil es in den nächsten Jahren ganz sicher nicht der Normalbetrieb sein wird. Ich bin jetzt ein bisschen gespalten, weil ich sozusagen in zwei Rollen hier sitze, einerseits als Vertreter eines Unternehmens, damit als einer, der natürlich dankenswerterweise die Ressourcen der WKO immer wieder mal in Anspruch nehmen konnte, und auch als Mitglied des Vorstands der Privacy Officers. Jetzt tue ich mir natürlich leichter in meinen Ausführungen zu sagen, also überall, wo es Probleme gibt, da spreche ich halt immer für Mitglieder, die das zugetragen haben, zumal die Behörde neben mir sitzt. Und auf der anderen Seite ja, ist das sozusagen vielleicht ein interessanter Ansatz. Aber ich möchte ganz gern über das Projekt, das wir seit dem Jahr 2016 eigentlich bei uns gestartet und dann mit dem 25. Mai 2018 nicht abgeschlossen haben, berichten. Wir waren der Meinung, ja, wir fahren im Herbst 2016 an, das Gesetz ist da, wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist und waren wirklich der Meinung, geht sich alles total leicht aus. Ja. Also es war ein doch relativ leicht lesbares Gesetz, es sind zwar viele Artikel und man kann natürlich manches so oder so interpretieren, aber wir waren wirklich der Meinung, ja okay, wir arbeiten jetzt einfach die für uns relevanten Bereiche ab und sind dann relativ rasch eigentlich in dem Projekt in die Situation gekommen, dass es sehr, sehr viel Mitarbeit der beteiligten Bereiche bedarf. Ja. Also das typische Projekt-Setup ist ja, da sitzt man sich alle zwei Wochen zusammen und dann bespricht man was und dann geht man wieder auseinander und jeder tut dann in seinem Bereich. Und da hat sich relativ rasch herausgestellt, dass A, die Taktzyklen viel zu groß waren, also die sozusagen Abstimmungstermine viel zu kurz, zu lang waren. Das heißt, es haben sich dann relativ rasch Unterarbeitsgruppen bilden müssen, die sich dann wirklich explizit mit den Themenbereichen befasst haben. Und da gebe ich meinen Vorrednerinnen 100% recht. Das Thema Einwilligungserklärung war gerade am Anfang bei uns eines, das wir dann Gott sei Dank abgebogen haben, weil wir hätten auch am Anfang, und zwar vom Management-Ebene, ist gekommen sozusagen die Begehrlichkeit, na, wir holen uns jetzt überall die Unterschriften und dann sind wir im grünen Bereich. Und das haben wir glücklicherweise sozusagen, ich bin ja kein Jurist, mit unserer Rechtsanwaltskanzlei und mit der im Projektteam sitzenden Juristin aus der Rechtsabteilung bei uns verhindern können. Ja. Das Projekt selbst ist dann wirklich peu à peu abgearbeitet worden und im Laufe der Zeit haben wir bemerkt, dass wir immer mehr, möchte nicht sagen Probleme, jetzt spreche ich als Privacy Officer, der von anderen Unternehmen berichtet, in immer mehr Themen stoßen, wo wir absehen konnten, dass wir mit 25. Mai, also dass diese Unternehmen mit 25. Mai nicht DSGVO-compliant sind. Und da möchte ich jetzt ein plakatives Beispiel rausnehmen, das ich mir gerade thematisch vorbereitet habe. Und ich sehe, das ist nicht nur bei uns so, das ist SAP.
SAP, ein deutscher Konzern. Also man denkt sich jetzt, DSGVO-mäßiger kann es nicht sein, denn ein deutscher Konzern Software produziert, hat sich eigentlich ja, schon dann im Winter 2017, Frühjahr 2018, wo wir dann wirklich in die Umsetzung gehen wollten, und zwar insbesondere was die Lösch- und Archivierungsthematik betrifft, herausgestellt, das kann das gar nicht out of the box. Also man kann SAP, wenn man es sozusagen nackt installiert, nicht rechtskonform betreiben. Das war ein ziemlicher Schock und das Risiko, glücklicherweise war dann auch bei uns das Management sozusagen so fair zu sagen, okay, wir tragen das jetzt, können wir im Notfall händisch löschen? Ja, das können wir schon irgendwie, aber wir können jetzt nicht Löschfristen wirklich technisch umsetzen. Und da gibt es bei SAP dann Zusatzmodule, Information Lifecycle Management, und ganz offen, wir sind jetzt sozusagen gerade in der Umsetzungsphase, dieses Lifecycle-Management wirklich zum Abheben zu bringen, und das kostet wirklich viel Geld. Also da sind wir jetzt bei wahrscheinlich mindestens noch einem Jahr bis zur Umsetzung bei 200.000 in etwa an Beraterkosten all in on. Wir werden bis Herbst ganz sicher sozusagen ein ganz klares Konstrukt fertig haben, sozusagen welche Datentypen nach welchen Regeln gelöscht werden müssen. Was wir sehr wohl haben, ist ein theoretisches Löschkonzept. Das ist auch sozusagen von der Rechtsabteilung und von, mit einer Legal Opinion von extern abgesichert. Also da haben wir sehr wohl schon alle unsere Verarbeitungen, die wir natürlich, wir haben auch ein Verarbeitungsregister, das eigentlich aufgewertet wurde durch die DSGVO. Wir haben das vorher schon gehabt. Wir haben das vorher genannt, datenschutzrelevante Objekte. Das war so eine Tabelle, wo man einfach schon recht umfangreich, schon mehr als das DVR gelistet hatten, welche Datenverarbeitung wir haben. Und das haben wir eben im Vorfeld der DSGVO zu einem aus unserer Sicht sehr umfangreichen Verarbeitungsregister umgebaut. Das heißt, dort haben wir sehr wohl schon die Soll-Speicherfristen hinterlegt. Alleine, es liegt im Moment wirklich bei der technischen Umsetzbarkeit. Und ich rede nicht nur von SAP, ich rede jetzt wieder für andere Unternehmen, aus dem Privacy Officers Verein. Es ist also mit normalen Legacy-Systemen, die Sie am Markt kaufen, heute sehr schwer, hier wirklich rechtskonform, nämlich ohne dass Sie selbst dann periodisch schauen müssen und händisch löschen müssen. Ich rede nicht von betroffenen Rechte im Sinne Löschantrag, das kriegt man im Regelfall hin, aber diese automatisierte Löschung oder die Definitionen dann auch wirklich umzusetzen in technische, weil wie setzen Sie berechtigtes Interesse um, ja? Marketingdaten und so weiter und so fort, man kommt da vom Hundertsten ins Tausendste. Soll aber jetzt keine wirklich pessimistische Aussage dahinter stecken, da geht die Schnittstelle dann eigentlich schon sehr wohl wieder in die Technik, in die technisch-organisatorischen Möglichkeiten, sage ich. Ja. wenn wir vorher gesprochen haben, kann sein, dass sich daraus der nächste Hype entwickelt, ja, der dann sozusagen mit der technischen Umsetzung mancher Aspekte der DSGVO sich befasst. Aber summa summarum, muss ich sagen, hat das ganze Thema für uns im Unternehmen für sehr viel noch mehr Awareness gesorgt, also aus der sozusagen aus der Sicht eines Betroffenen, der wir ja alle selbst sind, kann ich die DSGVO wirklich nur persönlich sehr mittragen, auch als Unternehmensvertreter. Vorteil bei uns im Unternehmen war die Awareness schon früher sehr hoch, weil andere rechtliche Grundlagen, die nur für uns gelten, Glücksspielgeheimnis, Spielgeheimnis etc., das gibt es in vielen anderen Branchen nicht. Also wir sind da eh sehr exponiert schon gewesen, damit war die Awareness sehr hoch. Und die DSGVO hat uns aber definitiv geholfen, diese Awareness nochmal weiter ein bisschen zu steigern. Danke für die Ausführungen. Ich möchte genau das ergänzen. Ich vergleiche die DSGVO immer mit der Ehe. Es beginnt mit einem Rechtsakt, vielleicht mit einem Güterteilungsvertrag, und muss sich dann in der Praxis bewähren. Und hoffentlich wird es dann ein bisschen schmackhaft, die Geschichte. Und irgendwann sagt man, die DSGVO hat doch Positives auch gebracht in Richtung Security. Gut, kommen wir zum nächsten Vortragenden und nächsten Teilnehmer. Und hier geht es bei Magister Zabatil um ein Jahr DSGVO und die Welt dreht sich noch immer. Komischerweise. Danke für die einleitenden Worte. Vielleicht, wenn ich an die Nummern
an die Namensschilder anknüpfen darf. Also in den Medien war ja so die Rede, dass die Datenschutzbehörde das ausgesprochen hat. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer der Verursacher war, aber wir haben das nicht ausgesprochen. Zumal ja auch die Frage besteht, ob das überhaupt in den Anwendungsbereich fällt, aber das kann man vielleicht später diskutieren. Also ich möchte so beginnen mit einem Satz, mit dem, glaube ich, jeder Vortragende der DSB einen Vortrag oder auch so eine Podiumsdiskussion beginnt, nämlich, dass durchaus eine rege mediale Diskussion im Vorfeld war, also wie wir auch schon gehört haben. Also ich glaube, seit der Registrierkassenpflicht, wie kaum ein anderes Gesetzesvorhaben im Inland oder jetzt eben eine Verordnung auf europäischer Ebene. Wir haben auch von Unternehmern Anfragen bekommen, die zum Teil schon vor dem 25. Mai eben eine Selbstanzeige eingebracht haben. Also gesagt haben, so, ich zeige mich jetzt selber an, weil ich werde das eh nicht einhalten. Es gab auch kuriose Sachen, also eben unsere Leitung, die, glaube ich, eine Katze hat und dann beim Tierarzt war. Und der Tierarzt hat dann eine Einwilligungserklärung eingeholt, dass die Daten des Haustieres verarbeitet werden dürfen. Also es waren ein paar kuriose Sachen dabei. Irgendwann ist dann der 25. Mai gekommen. Und deswegen eben dieses Zitat, die Welt dreht sich weiter, allerdings hat sie sich dann doch etwas schneller gedreht, sowohl für die Unternehmen als auch die Datenschutzbehörde. Also ich habe Ihnen die aktuellen Zahlen mitgebracht, also vom 25. Mai bis heute. Also habe ich heute in der Früh mit der Kanzlei erhoben. Also wir haben insgesamt über 1900 Beschwerdeverfahren im Inland. Beschwerdeverfahren sind all jene Verfahren, die mit einer förmlichen Entscheidung beendet werden. Davon, also von diesen 1.900, haben wir ca. 240 ausländische Verfahren. Ausländisch gemeint jene internationale Verfahren, die beim Europäischen Datenschutzausschuss anhängig sind. Vereinfacht formuliert, also Verfahren gegen Google, WhatsApp, Amazon und so weiter. Wir haben insgesamt über 5.000 Rechtsauskünfte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Rechtsauskünfte sind etwas Unoffizielles, also sie sind nicht mit einem förmlichen Bescheid zu erledigen. Allerdings gibt es ja das österreichische Auskunftspflichtgesetz, das heißt, die Behörde muss trotzdem jede Anfrage beantworten, auch wenn sie ab und zu nur ein böses E-Mail ist oder wenn wir in CC sind. Davon abgesehen, also nach fast ein Jahr DSGVO gibt es weiterhin viele Fragen. Ich glaube allerdings, dass wir auch viele Fragen geklärt haben. Wir beantworten Fragen ja nicht nur theoretisch, sondern können immer nur dann tätig werden oder uns mit einem Rechtsproblem auseinandersetzen, also wenn auch tatsächlich ein Verfahren zu uns kommt. Meistens ist das eben in Form eines Beschwerdeverfahrens. Als Beispiel kann ich Ihnen nennen Löschung oder Löschkonzepte. Da gab es ja eben die Aufregung, jetzt muss alles gelöscht werden, man darf nichts mehr haben. Das wurde insofern etwas relativiert, weil wir doch gesagt haben, gut, wenn ein konkreter Anspruch genannt werden kann, beispielsweise Gewährleistung oder eben nach dem Gleichbehandlungsgesetz, dass man hier einen potenziellen Anspruch abwehrt, dann ist es natürlich und selbstverständlich logisch und auch rechtmäßig, dass man diese Daten weiterhin verwenden darf, natürlich in diesem eingeschränkten Rahmen und nicht anderweitig. Eine durchaus große Frage war auch, was kann man denn jetzt eigentlich geltend machen? Also Rechtsauskunft und Löschung war klar, aber kann ich mich beispielsweise auch aufgrund eines Verstoßes nach Artikel 32 an die Datenschutzbehörde wenden, also Sicherheit der Verarbeitung, da ist unsere Spruchpraxis die, also man kann auf jeden Fall alles geltend machen, was in Kapitel 3 drinnen ist, also sprich alle betroffenen Rechte. Daneben gibt es eben dieses Grundrecht auf Geheimhaltung, was parallel zur Datenschutzgrundverordnung besteht. Und da haben wir eben gesagt, man kann alles geltend machen, solange es im Ergebnis zu einer Verletzung im Grundrecht auf Geheimhaltung kommt. Einfaches Beispiel, also wenn wir Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung nehmen, dann ist es so, wenn aufgrund von mangelnder Sicherheit, also mangelnden Sicherheitsmaßnahmen eine unbefugte Offenlegung zur Folge hat, dann hat das natürlich im Ergebnis auch eine Verletzung nach Paragraph 1 Datenschutzgesetz, also dem Grundrecht auf Geheimhaltung zur Folge. Und folgedessen könnte man in diesem Fallbeispiel Paragraph 1 in Verbindung mit Artikel 32 geltend machen. Was natürlich über den Ganzen schwebt, sind die Geldstrafen, die, glaube ich, auch zuletzt sozusagen der Auslöser von dieser medialen Berichterstattung waren, also 4% oder 20 Millionen beschwerwiegenden Verstößen.
Da war die bisherige Höchststrafe 6.800 Euro gegen einen Detektiven, der sozusagen unverhältnismäßig Daten gesammelt hat im Rahmen seines Gewerbes, was ja mal grundsätzlich zulässig ist. Wir haben schon vorhin gehört, also 50 Millionen gegen Google. Also wir haben, dieses Beispiel nehme ich immer, einmal 300 Euro wegen einer Dashcam verhängt. Diese 300 Euro klingen wenig. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass das gegen einen ungarischen Staatsbürger verhängt wurde, der ein Nettoeinkommen von 300 Euro hat. Das heißt, der hat eigentlich sozusagen 100% seines Nettoeinkommens bekommen, während Google weitaus mehr als 50 Millionen Euro im Monat verdient, nämlich mehrere Milliarden. Also das heißt, prozentuell oder in Relation gesehen war dann unsere Strafe strenger. Allerdings, und damit komme ich zum Schluss, ist, glaube ich, schon ersichtlich, dass wir durchaus das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahrnehmen, und das ergibt sich auch schon aus der DSGVO und nicht erst aus dem DSG, was man, glaube ich, auch anhand der bisherigen Strafen sieht. Allerdings sind natürlich auch viele erst anhängig, und dass natürlich sozusagen die überwiegende Anzahl die Videoüberwachungsfälle ausgesprochen wurden, liegt natürlich daran, dass das auch, sage ich mal, eine einfache Rechtsfrage ist. Ja. Also es ist eine Würdigung des Sachverhalts, überwacht man den öffentlichen Raum ja oder nein, und dann ist das eine einfache Frage, wohingegen natürlich andere Dinge, Verschlüsselungen, Datensicherheit und so weiter, etwas komplexer sind und daher mehr Zeit beanspruchen. Danke für die Ausführungen. Ja, eine kurze Ergänzung noch, in einer ähnlichen Diskussion hat ein Kollege von Ihnen von der Datenschutzbehörde den Fall geschildert, der auch im RIS, also im Rechenmationssystem, abzuziehen ist, wo es um diesen Spiel, um diesen Strafzahlung an den Wettanbieter geht, der nicht einmal den Bescheid behoben hat, und das Zitat Ihres Kollegen kann ich sagen, das öffentlich war, der hat um die Strafe gebettelt. Also das wollte ich nur als Beispiel bringen, also hier war auch eine nicht ganz so geringe Strafe, die dann ausgesprochen wurde. Aber für den natürlich nicht sehr viel. Es war kein Wettanbieter der Casinos Austria und der Ring. Nein, richtig. Also absolut. Und da ging es, glaube ich, auch um Videoüberwachung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, kommen wir zum letzten Teilnehmer unserer Runden. Die letzten werden die ersten sein. Sie erzählen ganz was anderes, eigentlich aus anderen Bereich heraus, aber doch eigentlich wieder dasselbe, nämlich sie sagen viel Lärm um nichts. Genau. Ich komme auch aus einer anderen Ecke, ich bin also nicht Jurist, obwohl ich das gelernt habe, sondern als Quintessenz von einer Menschenrechts-NGO, die wir uns seit dem letzten Jahrtausend um den Datenschutz kümmern. Und als es dann letztes Jahr sozusagen losgegangen ist, war es für mich wirklich entsetzlich, als plötzlich nämlich die Gier der Juristen in den Augen zu sehen war, weil je höher die potenzielle Strafe ist, desto höher sind die Honorarnoten, die ich schreiben kann. Und da kam dann dieser entsetzliche Schwachsinn an, was ich alles nicht machen dürfte. Also es war wirklich schwierig. Ein Gesetz, das 4 Jahre lang verhandelt wurde, 2 Jahre lang Übergangsfrist hatte, und dann wird plötzlich so gesagt, als ob Datenschutz etwas komplett Neues wäre, was wir noch nie gehabt haben in Österreich. Wir hatten davor ein Datenschutzgesetz, wir haben sogar in der Historie als erste Staat der Welt ein Datenschutzgesetz gehabt. Jetzt würden mich die Nerds wieder korrigieren und sagen, nein, es war Hessen, aber das ist halt kein Staat. Das heißt, die Idee des Datenschutzes, dass wir ein Recht haben, und die Uridee war immer die, dass es ein grundsätzliches Verbot ist, mit Vorbehalten. Und natürlich, wenn ich meine, mein Beispiel immer auch in meinen Vorlesungen, wenn ich als Zeitungsverlag, und ich komme aus der Verlagswelt, wenn jemand bei mir ein Zeitungsabo abonniert, dann kann er nicht sagen, ja, aber ich verbiete dir, deine Adresse zu speichern. Wenn ich die großen Unternehmensberater, und ich war bei einer Veranstaltung in Buchverlagen, wo der Rechtsanwalt in der Beratung gesagt hat, nein, du darfst die Adresse nicht mehr verwenden, du musst von allen deinen Abonnenten jetzt eine Zustimmung einholen, die müssen das unterschreiben, dass diese Daten auch gespeichert werden dürfen. Und ich leide bei solchen Veranstaltungen, ich leide körperlich, weil es nicht der Wille des Gesetzgebers ist. Ich finde es entsetzlich, dass, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um unser Leben geht, um unser aller Leben geht, plötzlich das auf Juristen reduziert wird. Wir haben auch eine Straßenverkehrsordnung, und kein Mensch geht bitte zum Juristen und sagt, lern mir bitte, wie ich Auto fahre. Ja?
Nun haben wir das plötzlich in dem Bereich gemacht. Es geht beim Willen des Datenschutzes, und das war vor der DSVG und das ist jetzt auch. Und ich freue mich wirklich über das Augenmaß der Behörde, und es ist, steht mir nicht an, es ist eine Behörde und die darf tun, was sie will. Aber es hat mich wirklich gefreut, dass das Augenmaß da war, was bei den Beratern nicht da war. Da möchte ich mir ein bisschen gegen diese Verallgemeinerung wehren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe mir auch oft dagegen gewehrt, dass ich bei gesessen habe, ihr Juristen, ja, habe ich gesagt, ich habe das nicht erfunden. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich viel lieber mit einem operativen Thema, wo auch die Unternehmen Geld damit verdienen, ja, als mit administrativen Themen, wenn man das jetzt einmal gegenüberstellt. Ja. Und ich habe auch oft gesagt, man kann in dem Thema, vor allem zu Beginn, Unmengen an Dienstleistungen und Aufwand und Kosten reinstecken und wird trotzdem da oder dort nicht zu einer verbindlichen Aussage kommen. Ja? Also ich möchte da schon ein bisschen differenzieren. Nein, ja. Ich weiß schon. Das Problem ist nur, es ist nicht der Gesetzgeber gewesen, als das Europäische Parlament gesagt hat, wir wollen eine Vereinheitlichung machen, weil das Ziel war ja, es sozusagen von Europa aus zu vereinheitlichen und endlich Sicherheit zu bekommen, nämlich dass es eben nicht dieses Auseinanderdividieren gibt, was wir ja hatten. Wir hatten, bis wir der EU beigetreten sind, durften Daten die Landesgrenze nicht übertreten. Dann, als wir der EU beigetreten sind, war sozusagen das der gemeinsame Markt. Und dann kam plötzlich das Internet und plötzlich hieß es, Daten sind freifähig. Und da geht es mir einfach wirklich darum, dass es wichtig wäre, dass Unternehmen nicht eine Abteilung gründen, die Compliance ist, wo ich sage, ich bemühe mich krampfhaft, wie ich nicht in die Fallen des Gesetzes falle, sondern dass man versucht, eine Gemeinschaft, einen Wert in die Gesellschaft zu heben. Die Frage ist, wie wir mit Daten umgehen. Muss ich wirklich alle Daten machen? Und bei der Datenschutzgrundverordnung, und das ist ja das Problem, sie ist jetzt mittlerweile 9 Jahre alt in Wahrheit. Zu der Zeitpunkt hat man von der Cloud immer noch gedacht, dass das heute regnerische Wetter ist und nicht, dass die Daten irgendwo auf der Welt gespeichert werden. Es steht drinnen, dass ein Personenbezug von Dritten nicht mehr herstellbar ist. Das ist heute für einen Juristen meines Erachtens nicht entscheidbar, ob ich einen Personenbezug wiederherstellen kann. Wir wissen bei vielen Herstellern, gerade bei den internationalen Konzernen, BMW und Co., dass sie einfach sagen, wir sammeln mal Daten und wir wissen noch nicht, wofür wir sie verwenden können. Und da wäre es mir viel wichtiger, dass man nicht irrsinnig tolle Erklärungen schreibt, du lieber Kunde, ich schicke dir jetzt 100 Seiten, die du unterschreiben musst, dass du weißt, was mit deinen Daten ist. Wenn ich heute ein Auto kaufe, unterschreibe ich, glaube ich, 40 Seiten Datenschutzerklärung. Das ist nicht der Wille gewesen, sondern der Wille war, dass unsere Daten respektiert werden. Und das meine ich. Und das passiert nicht, sondern wir versuchen krampfhaft an vielen Stellen, nicht in jedem Unternehmen, an vielen Stellen sozusagen, wie kann ich den Willen dadurch umgehen, dass ich möglichst viel Vertragswerk mache. Und mir wäre es viel, viel wichtiger, wenn wir über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Daten zu reden beginnen, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich Daten zusammenspiele? Was passiert, wenn ich Profiling mache? Das ist im Gesetz geregelt, da brauche ich die Zustimmung, die aktive. Trotzdem werden die Daten gesammelt und im Hintergrund passiert dann ein Profiling und es werden die Daten zusammengespielt. Und mir wäre es wirklich als Gesellschaft und sozusagen die Anforderung an uns alle viel wichtiger, nicht ob ich jetzt sozusagen auf der Seite 35 der Datenschutzerklärung, die nicht mehr in den AGBs versteckt ist, damit es datenschutzgrundverordnungskonform ist, steht, dass ich freundschaftlich verbundene Unternehmen irgendwo sonst noch auf der Welt habe, mit denen ich den Daten austausche, aber wir nehmen die Daten und euren Blabla ernst und schützen dich und wir tun nichts Böses. Und in Wahrheit werden sie dann verwendet. Wenn man heute bitte sich Webseiten anschaut, ist in fast allen österreichischen Webseiten mittlerweile Facebook drinnen, auch wenn ich JavaScript deaktiviere. Auch wenn ich nicht zugestimmt habe, dass meine Daten weitergegeben werden, sie werden aber damit weitergegeben. Weil man glaubt, ich habe ja irgendwo einen Juristen gehabt und da steht das drin. Danke. Sie sehen also, es ist nicht zufällig gewesen, die Reihenfolge am Podium. Es beginnt schon die Diskussion von sich aus zu entstehen. Aber eines, was ich in den Raum stellen möchte, Speicherung, dass Profiling als Zweck angegeben wird, ist ein bisschen komplex. Also das wird nicht ganz so durchzuziehen sein. Also das heißt, hier werden wir dann sicher noch weiter diskutieren können. Die Diskussionsrunde ist einmal durch.
Ich würde sagen, bevor wir in die interne Diskussion gehen, mal eine Frage ans Publikum. Gibt es irgendeine Frage von Ihrer Seite, die Sie jetzt mal gleich mal ansprechen wollen? Bitte. Ja, ich hätte da einen Kommentar oder eine Frage ans Podium. Herr Geinsheim, Sie haben gesagt, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, jetzt haben wir sehr genau auf die Unternehmen geschaut. Was dürfen Unternehmen tun, was dürfen Unternehmen nicht tun? Aber vielleicht bin ich da zu wenig im Spezialist, aber was ist mit dem Staat? Stichwort Staatstrojaner, Überwachungspaket und sonstige Dinge. Ist das ein Freischein? Interpretiere ich das falsch? Ich würde Sie da um Ihre Kommentare bitten. Ja. Ich würde sonst beginnen. Natürlich hätten wir die Unternehmersicht jetzt vorwiegend angesprochen, weil wir, glaube ich, alle gewissen wirtschaftlichen Kontext haben. Aber die DSGVO gilt natürlich auch genauso für öffentliche Einrichtungen. Das ist klar, das ist an und für sich festgelegt. Es gibt auch eine eigene Richtlinie, beispielsweise für die Ermittlungsbehörden. Sie haben ja auch datenschutzrechtliche Vorgaben. Also auch hier gibt es einiges an Vorgaben für den Staat, wenn Sie so wollen, wenn Sie das alles so bezeichnen möchten. Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit vom Staat, Gesetze zu erlassen, die jetzt beispielsweise auch hier Privatsphäre in gewissen Gebieten einschränken können. Sie müssen sich daran aber an die Verfassung halten, sie müssen verhältnismäßig vorgehen und müssen auch natürlich Acht geben, dass das jeweilige Gesetz verordnungskonform ist, also in dem Fall halt auch DSGVO-konform. Ich möchte auch dazu sagen, und das ist vielleicht auch ein Punkt auf das, was Sie gesagt haben, die DSGVO wurde eigentlich ins Leben gerufen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, um eine Vereinheitlichung in allen 27. Ich bin schon so gewöhnt, das ist jetzt sehr verschoben worden, wurscht, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu bringen. Es ist allerdings nicht ganz gelungen. Es gibt über 80 sogenannte Öffnungsklauseln in der DSGVO, die Spielraum für die Mitgliedstaaten geben, wo sie eben separate eigene nationale Bestimmungen einführen können. Und auf diese Bestimmungen bezieht sich auch der österreichische Gesetzgeber zu Zeiten. Wie man jetzt zu dem beispielsweise digitalen Vermummungsverbot oder ähnliches steht, das sei mal dahingestellt, wie DSGVO-konform, das ist ja auch dahingestellt, es läuft noch die Begutachtungsphase, ich bin noch nicht berechtigt, also etwas Offizielles zu sagen, aber das sind halt Dinge, wo der Staat natürlich trotzdem Acht geben muss. Also auch der Staat hat Datenschutz zu wahren. Ja, bitte. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich, eben nicht Wirtschaft, sondern bin Leiterin von einem gemeinnützigen Verein, einem Kulturverein. Und deswegen ist Verdienst und deswegen die Höchststrafe Teil vom Jahreseinkommen für uns nicht so greifbar. Uns geht mir darum, dass wir unser Publikum informieren wollen, aber nicht verärgern. Und jetzt würde ich ganz gerne wissen, wie das eben unter dem nicht wirtschaftlichen Gesichtspunkt ausschaut und was da für Vereine gefährlich verboten sein könnte und was da die Sanktionen sein können. Ja, bitte. Dann mag ich sagen. Also die DSGVO differenziert nicht zwischen Vereinen und anderen Verantwortlichen, also GmbH oder was auch immer. Sie sieht auch keine Sonderbestimmungen für gemeinnützige Vereine vor. Also das heißt, es ist einmal jeder gleich, das ist einerseits gut. Andererseits stellt sich das natürlich vor gewissen Herausforderungen, was ich nachvollziehen kann. Die Frage, was ist wichtig, ich weiß nicht, ob man diese Frage so stellen kann, weil das ist die Frage, wie, was ist in der Bauordnung wichtig? Also es ist irgendwie alles wichtig, wenn man etwas baut. Allerdings kann ich Ihnen gewisse Tendenzen zumindest mitgeben, also was jetzt so, abgesehen davon, dass eh alles einzuhalten ist, wichtig ist, aber also worauf die Leute und auch wir natürlich ein besonderes Augenmerk legen, also das ist zunächst einmal natürlich die Rechtsgrundlage, also das heißt, sie brauchen meistens, also ich sage meistens im Allgemeinen, einen Erlaubnistatbestand und ich bin froh, dass es angesprochen wurde, das muss nicht immer die Einwilligung sein, also dieser Einwilligungsfetischismus in Österreich, das ist, kann ich nicht nachvollziehen, weil es einfach andere Rechtsgrundlagen gibt. Das heißt, das war das Erste, also eine Rechtsgrundlage, ja.
Das Zweite ist, glaube ich, die Informationspflichten. Also ich glaube, es ist wichtig für die Mitglieder zu erfahren, was machen sie mit den Daten. Werden die irgendwie anderweitig verwendet oder wird das jetzt wirklich nur verwendet, um sozusagen die Vereinsmitgliedschaft zu betreuen? Und der dritte Punkt ist, glaube ich, was sehr wichtig ist in der Praxis, noch bei Beschwerdefällen, die Sicherheit der Verarbeitung. Das ist einfach etwas, was erwartet wird, dass man Daten nicht unverschlüsselt speichert, dass man sensible Daten nicht unverschlüsselt per E-Mail schickt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist sozusagen eine Momentaufnahme. Also nur weil ich das jetzt erwähnt habe, heißt das nicht, dass man beispielsweise sich keine Gedanken machen muss um ein Verarbeitungsverzeichnis und so weiter und so fort. Das sind so die drei wichtigsten Punkte, die mir ad hoc einmal einfallen. Vielleicht als Ergänzung, ja. Es gibt meines Wissens von der Bayerischen Landesdatenschutzbehörde einen relativ guten Leitfaden für Vereine, also wo auch so Dinge wie Veranstaltungen, Bildaufnahmen bei Veranstaltungen geregelt ist, das ist allgemein zugänglich, kann man sich einfach auf der Seite herunterladen und dann entsprechend anwenden, wird in Österreich, behaupte ich jetzt wahrscheinlich ähnlich gesehen. Auch muss das Arbeitungsverzeichnis selbst dazu, wie sowas ausschauen könnte. Also die sind sehr gut, was das anbelangt. Ja. Und dann was findet man das, was Sie gerade erwähnt haben? Ich glaube, das ist die Bayerische Bayerische Landesdatenschutzbehörde. Und wenn Sie da zum Beispiel bei einer Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, Bayerische Landesdatenschutzbehörde. Okay. Verein, Muster, irgendwas in der Richtung kommen Sie sicher hin. Ja. Also was ich auch noch ergänzen darf, es gibt auf unseren Leitfaden auf unserer Homepage und da gibt es auch eine Frage, die sich dem Thema Vereine widmet, wo glaube ich im Wesentlichen das geschildert wird, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Nur das Problem ist eben, Vereine sind nicht gleich Verein, also ein Verein kann gemeinnützig sein und fast gar keine Daten verarbeiten, außer vielleicht von der Mitgliederliste. Aber ein Verein kann auch Daten sammeln und durchaus sehr aktiv sein. Also das ist halt eben das Problem, dass man keine allgemeingültigen Antwort geben kann. Ja. Da geht es um sensibel oder nur personenbezogen. Sensibel Daten und personenbezogen. Also wenn man Einladungen für Veranstaltungen schickt, braucht man Mailadresse, aber ich weiß nicht, ob die Kinder jetzt Schulprobleme haben oder irgendwie sowas. Das ist quasi die Verbindung. Ja, du wolltest das sagen. Ja. Ja, danke. Wenn man sich austauscht mit Kollegen, die in der Beratung auch Organisationen unterstützen, vor allem jetzt als Unternehmensberater oder IT-Dienstleister, dann stößt man sehr oft vor die Herausforderung, wie die Einstufung Verantwortlicher versus Auftragsverarbeiter. Das ist etwas, was in der Praxis halt oft zu Problemen führt, weil vieles nicht so einfach klar ist. Meine Frage wäre jetzt vor allem in Richtung Behörde. Was würden Sie hier für Strategien empfehlen, wie man das einstufen kann am besten, gibt es irgendwelche... Also ich nehme an, du meinst Steuerberater zum Beispiel? Egal ob Steuerberatung, das kann aber, das muss jetzt nicht eine Steuerberatung sein, da sagt man eh oft noch, okay, die sehen sich halt so, etc. Ja. Auch wenn sie zusätzliche Services anbieten, mir geht es eher darum, gerade bei irgendwelchen IT-Dienstleistungen etc. ist das oft nicht so leicht klassifizierbar. Ja. Gibt es irgendwelche Guidelines, an die man sich halten kann, die Sie empfehlen würden? Ja, es gibt die Leitlinien von der Artikel 29 Datenschutzgruppe, die im Hinblick auf diese Frage noch zur Richtlinie, also zur alten Datenschutzrichtlinie erlassen wurden. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt in der Fassung der Richtlinie die Begriffe Verantwortliche und Auftragsverarbeiter verwendet wurden. In der DSG 2000 Umsetzung war das eben noch der Auftraggeber und Dienstleister. Also es gibt diese Richtlinien. Ich weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft, das sind einmal 30 Seiten, die man sich durchlesen kann. Ansonsten kommt es wirklich auf den Einzelfall darauf an und wieder, es ist sozusagen schwierig, eine allgemeingültige Antwort zu geben, aber die wesentlichen Anknüpfungskriterien sind einfach die, man muss sich die Frage stellen, wer entscheidet über die Verarbeitung, wer entscheidet über die wesentlichen Elemente der Verarbeitung, und da ist es eben daran anknüpfend die Frage, es gibt immer eine Stelle, die sich sozusagen entschieden hat, gewisse Daten zu
verarbeiten und beim Auftragsverarbeiter. Das Gegenteil habe ich eben eine Stelle, die nur im Auftrag des Verantwortlichen tätig ist. Ich weiß, in der Praxis ist es natürlich jetzt sehr schwierig, inwieweit darf der jetzt ein bisschen eigenständig entscheiden über die Software, die er verwendet, oder gilt das jetzt schon als gemeinsame Verantwortlichkeit, wenn ich mir jetzt die Software selber aussuchen darf? Im Endeffekt lautet die Antwort, es wird die Judikatur entscheiden müssen. Also eine allgemeingültige Antwort ist da sehr schwierig, also ohne einen konkreten Beispiel. Also es gibt keine Ausarbeitungen etc., die man eine Art machen würde. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel nennen, also bei Anwälten ist unsere Judikatur ganz klar, die sind eigenständige Verantwortliche, weil sie im Ausübung ihres eigenen Berufsstandes doch Daten verarbeiten und da eine gewisse Selbstständigkeit haben, auch wenn natürlich ein Mandat dahinter steckt. Bei Steuerberatern wird es dann schon etwas schwieriger. Also da haben wir eine Entscheidung, dass sie einmal grundsätzlich eigenständige Verantwortliche sind. Klammer auf, wenn sie jetzt wirklich nur eine Lohnverrechnung machen, die outgesourced sind und da ganz streng gebunden an die Vorgaben des Verantwortlichen sind, kann man das wieder anders sehen. In einem beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Fall haben wir einen Berufsdetektiven, der sozusagen aufgrund des zivilrechtlichen Auftrags tätig wurde, eine Ehefrau zu observieren, Entschuldigung, einen Ehemann zu observieren, von der Ehefrau beauftragt. Da haben wir gesagt, da ist der Berufsdetektiv verantwortlicher, einfach weil er im Rahmen seines eigenen Gewerbes, also die Betrieb der Detektei, diese Daten verarbeitet. Er hat auch die eigene GPS-Software, also das hat er alles selbstständig eben entschieden, wie er diese Observation durchführt. Aber gerade dieses Beispiel zeigt, glaube ich, sehr gut, dass es halt auf den Einzelfall darauf ankommt. Also wenn er wirklich ganz konkrete Vorgaben hätte, ist es halt ein kleines Fragezeichen, ob es in einem anders gelagerten Fall genauso wäre. Letztes Beispiel, vor ein paar Tagen haben wir entschieden, dass eine Kreditauskunftei verantwortlicher ist für ihre durchgeführten Bonitätsüberprüfungen. Also da war ja das Fragezeichen, dass die ja eigentlich nur sozusagen im Auftrag des abfragenden Unternehmens tätig sind und vielleicht Auftragsverarbeiter. Da haben wir aber ganz klar gesagt, eine Bonitätsüberprüfung, das mache ich im Rahmen eines eigenständigen Gewerbes. Das mache ich mit der Intention, Bonitätsbewertungen in den wirtschaftlichen Verkehr zu bringen. Und vor allem und ganz wichtig, die haben eine eigenständige Score-Formel. Also das heißt, diese Score-Formel, welche Daten verwende ich in welcher Relation, legen sie eigenständig fest. Und das macht nicht das abfragende Unternehmen. Und da haben wir eben kürzlich ausgesprochen, dass Bonitätsunternehmen verantwortlicher sind. Danke. Haben Sie eventuell auch noch Erläuterungen, wo gerade bei Softwarelösungen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden? Haben wir meines Wissens noch nicht anhängig gehabt. Danke. Ja, vielleicht anders gehen wir mal. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, kurz vor Inkrafttreten von einem Jahr ist in den Medien so gesagt worden, ja okay, jetzt kommt die DSVBO, aber die Regierung plant jetzt die Strafen, die machen wir nicht so hart und Behörden untereinander sowieso nicht, weil das macht ja keinen Sinn, dass das Geld von einer Tasche in die andere wandert. Ist da irgendwas, ich habe aber nachher nichts mehr gehört. Jetzt ist die Frage, war das jetzt nur so eine Zeitungsende oder ist da was passiert? Oder? Also wenn die Frage an die, also mich gerichtet ist. Also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergibt sich schon aus der Datenschutzgrundverordnung. Also das heißt, das GSG hat da jetzt nicht wirklich etwas Neues gebracht. Wir müssen jedenfalls auf Einzelfallbasis entscheiden und haben auch schon Strafen sozusagen ohne Ermahnung verhängt. Wir haben auch schon Ermahnungen erteilt. Das heißt, es kommt wirklich ganz auf die Umstände und die Schwere des Einzelfalls darauf an. Öffentliche Stellen können nicht bestraft werden, das ist richtig. Allerdings gibt es da zwei einschränkende Punkte. Also Nummer eins, Schadenersatz kann eine betroffene Person natürlich trotzdem verlangen. Das heißt, das ist jetzt kein Freibrief, dass man machen kann, was man möchte. Und Nummer zwei, in einer anderen Entscheidung haben wir ausgesprochen, dass wir trotzdem einen Leistungsauftrag gegen öffentliche Stellen erteilen können. Also in 24.5 steht ja eigentlich Leistungsauftrag nur gegen Verantwortliche des privaten Bereichs. Wir haben gesagt, Unionsrechtsvorrang, weil aus der DSGVO ergibt sich, dass wir einen jeden Verantwortlichen einen Leistungsauftrag erteilen können.
Einzige Einschränkung ist, man kann es halt nur exekutieren gegen einen Verantwortlichen des privaten Bereichs. Aber einen Leistungsauftrag kann man sehr wohl erteilen. Ob die den umsetzen oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich gehe davon aus, dass eine jede Behörde oder öffentliche Stelle das tut, wenn wir das aussprechen. Sofern es rechtskräftig wird. Rechtliche Seite. Also unsere öffentliche Stelle würde solche Anordnungen natürlich einhalten. Was Sie angesprochen haben, war tatsächlich eine Medienente oder eine Fehlauskunft in den Medien. Also Österreich hat nicht die DSGVO-Strafen abgeschafft. In DSG steht einfach nur drinnen, dass die Behörde mit Verhältnismäßigkeit eben vorgehen soll und wenn eben hier entsprechend verhältnismäßig wäre, dass eine Ermahnung vor einer Strafe ausgesprochen werden kann, dann kann das passieren. Es ist de facto eigentlich nur tatsächlich die DSGVO in gewissen Punkten näher interpretiert worden. Es ist nicht richtig, dass Österreich hier Datenschutz aufgeweicht hätte oder ähnliches. Das war Datenschutz, sondern nur, dass eine österreichische Lösung für die Strafen gibt. Auch nicht wirklich, das ist einfach nur eine Interpretation. Es wäre nicht notwendig gewesen, dass das Datenschutzgesetz diese Textpassage enthält. Das war Politik. Weil es so, ja. Und vielleicht für Ergänzung und für die Nachfragen haben sich auch nicht gerade daran gehalten. Denn vor zwei, drei Tagen ist bei heise.de publiziert worden eine Anfrage von Heise an die 16 deutschen Datenschutzbehörden. Also wir haben die nicht umgesandt. Und 14 haben geantwortet. Und die Gesamtstrafe in ganz Deutschland in einem Jahr waren 414.000 Euro. Warum so nichts praktisch? Bitte? Nichts praktisch. Nichts, und zwei haben sich geantwortet. Also das heißt, nicht wirklich, dass der böse Österreicher hat dann nicht was anderes für gemacht, sondern genauso gehandelt eigentlich. Ja, nichts praktisch, vielleicht schon noch ergänzend, nichts praktisch. Ich meine, ich sage jetzt, für ein Ein-Personen-Unternehmen ist auch eine 5.000 Euro Strafe durchaus etwas höheres. Und Sie haben ja gehört, dass die Strafverfahren gegenüber wirklich größeren Unternehmen eigentlich noch anhängig sind. Und da wird durchaus auch in Österreich vielleicht auch mal eine höhere Strafe zu erwarten sein. Nur ich würde das auch irgendwo in einer gewissen Relation sehen. Ja, da muss ich was dazu sagen. Also bitte, mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit müssen so eine Strafe auch gegen größere Unternehmen ausgesprochen werden und nicht bloß gegen die immer wieder zitierten Einpersonenunternehmen. Die Einpersonenunternehmer trauen so die 400.000 der Behörde war natürlich kaum bei. Aber das heißt auch, dass fast keine großen und gar keine ganz großen dabei waren, weil sonst wäre die Summe höher. Nur keine ganz großen, so wie ich gehört habe. 100.000 ist, glaube ich, die größte Summe, die an ein Unternehmen ausgesprochen wurde in Deutschland. In Deutschland. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Ja, also selten und nicht sehr viel. Da dauert es länger. Diese Verfahren sind üblicherweise aufwendiger. Die dauern üblicherweise auch tatsächlich länger. Wobei, das habe ich mal bei einem Vortrag gesagt, also der Umstand, dass sozusagen ein Leben zerstört wird, aber zumindest, dass man beeinträchtigt wird, dazu braucht es kein großes Tech-Unternehmen, da genügt ein Dorftratsch. Und wir haben auch, wir sind ja auch Beschwerden zuständig für Recht auf Geheimhaltung. Und da gibt es durchaus auch Fälle, die sozusagen klein sind, wenn man so möchte. Also da geht es sozusagen wirklich nur um zwei Personen. Beispielsweise, dass die Hochzeit im Vorfeld, also die Information über die Hochzeit im Vorfeld verbreitet wurde, aber auch, dass beispielsweise die Information über eine unheilbare Krankheit in einem Betrieb verbreitet wird. Also breit durch meine Aussage, also Sie haben natürlich recht, also Tech-Unternehmen muss man sich genauer anschauen. Allerdings es braucht keinen großen Konzern, damit man eine sensible Information verbreitet. Also da genügt der Nachbar oder wer auch immer. Ja, weitere Frage. Bitte. Ich bin keine Schwabel für Konzerndatenschutzbeauftragte vom Verbund. Und ich finde es ganz spannend, dass man immer darstellt, diese zwei Seiten, da gibt es die juristische Seite und die gibt es die technische Informationssicherheitsseite. Und auf der einen Seite praktisch, wie vermeidet man die Strafe, auf der anderen Seite, wie vermeidet man was verloren gehen könnte. Und ich sage, irgendwie geht man diese organisatorische Seite ab in der Diskussion. Was habe ich davon? Denn ich finde eigentlich die Datenschutzgrundverordnung ganz toll, weil wir uns als Unternehmen weiterbringen können. Wir werden transparent, wir kommen drauf, was wir tun mit vielen Dingen. Ich meine jetzt nicht von den ganz großen Sachen. Und auch dort kann unter Umständen viel Geld irgendwann draufkommen, da können wir was besser machen. Also wenn ich dazu kurz antworten darf, das stellt für uns als Unternehmen natürlich ein Riesenasset da unter dem Kontext Vertrauenswürdigkeit, Seriosität, mit personenbezogenen Daten extrem sorgfältig zu agieren, DSGVO hin oder her. Ja.
Das haben wir vorher ja auch schon so betrieben. Ja. Und die Schnittstelle zur Technik, die ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Und da ist es, denke ich, in einigen Unternehmen vielleicht noch nicht so weit, dass diese zwei sich ergänzenden Gefäße miteinander kommunizieren. Ja. Wir haben dafür ein eigenes Komitee, man kann natürlich für alles Arbeitsgruppen und Komitees gründen, aber das macht schon Sinn, dass man unter dem Aspekt, da bin ich jetzt auf einem Level Management-Systeme, im Prinzip beide Themen unter einem Deckmantel gemeinsam betreibe. Wir lassen uns beispielsweise extern zertifizieren, natürlich ist das auch ein Nachweis nach außen, ja, also Sorgfaltspflicht auch noch sozusagen von außen bestätigen lassen. Und im Zuge dieser Audit-Sequenz werden sowohl das ISMS, Informationssicherheit, ISO 27001, und wir sind auf einem anderen Standard unterworfen, der World Lottery Association, wo es nur um Informationssicherheit eigentlich geht, in Kombination mit Datenschutz zu prüfen. Wobei zum Datenschutz, da sind wir beim Standard, noch bei einem Schweizer Standard namens Good Privacy, den es jetzt auch in einer Version gibt, die DSGVO-konform ist. Da ist aber auch was im Werden, was österreichische Normen zum Beispiel betrifft oder auch EU-weit gültige Normen. Es gibt auch schon eine ISO, ich weiß. Das heißt, man kann dann durchaus beides gemeinsam weiterentwickeln als Asset fürs Unternehmen. Schon, aber damit weiß ich nachher nicht, die Sache habe ich jetzt sicher gemacht oder dem technischen entsprechend. Was ich meine ist, dass ich sage, aha, ich finde jetzt was raus, was wir tun, und ja, ich kann das verbessern. Jetzt sagt, weil da immerhin untersteht die digitale Welt. Ja. Wenn ich digitalisieren will, muss ich wissen, was tue ich und welche Daten habe ich. Das sind dann die Grundsatzdiskussionen, die ich führe, zum Beispiel mit unseren Marketeers, ja, wo dann am Ende oft glücklicherweise, also Rechtskonformität ist sowieso immer kein Thema, wo dann rauskommt, dass es vielleicht mancher komplexer Profiling-Mechanismen gar nicht bedarf, weil der Gegenwert eigentlich keiner ist und es, wenn man nämlich sozusagen komplexe Profiling-Mechanismen in Datenschutzerklärungen, ich rede nicht von Einwilligungserklärungen, packen will, dann werden die ja unlesbar. Ja, also das ist echt ein Problem. Und da kann man sich dann so sehr wohl als Unternehmen fragen, was ist mein Business? Ja, klar, so eine Diskussion mit einem der guten großen Cloud-Provider zu führen, wird wahrscheinlich komplizierter sein. Aber bei uns ist es kein Thema. Ich meine, wir haben Kunden und Gäste, wollen die bestmöglich servicieren. Da braucht man keine Riesenverrenkungen in Richtung Data Mining und Profiling machen. Ja. Aber zum Beispiel, ja, wenn man sagt, sind noch immer ganz stark bei den personenbezogenen Daten. Hm. Wenn ich jetzt noch hergehe und sage, ich habe 10 Standorte und an 10 Standorte machen das alles sauber, aber mit unterschiedlicher Software gelöst. Dann komme ich auch durch dieses Inventarisieren von allem drauf, aha, brauchen wir wirklich 10 Kämpfe. Absolut richtig. Ja, das Verfahrensverzeichnis kann zum Beispiel auch genau dazu dienen. Ja. Das wird bei uns beispielsweise von den einzelnen Bereichen ja selbstständig befüllt. Compliance, der Datenschutzbeauftragte, hat sozusagen die Qualitätssicherung dann überprüft, weil ich kenne nicht die Datenverarbeitungen im Detail im Casino Bregenz. Ja. Das heißt, hier geht es dann praktisch um eine Qualitätssicherung, die periodisch erfolgt und genau da kommt es dann raus, ja, dass man, was bei uns aber auch schon nicht mehr wirklich der Fall ist, weil wir sehr zentrale IT haben, aber genau solche Themen könnte man damit, wir haben das im B2C-Bereich durchaus gehabt, da haben wir dort diverse Datenbanken gehabt, die in Verwendung waren, das war aber schon vor der DSGVO kein Thema mehr, wir haben das über dieses Verzeichnis rausgefunden und die logische Schlussfolgerung war, wieso verwenden Sie nicht die von der Zentrale bereitgestellte einheitliche Datenverarbeitung für Marketing zum Beispiel. Aber Sie haben ganz kurz antworten, nur einen Augenblick zu. Größere Unternehmen wissen, was der Begriff ISMS heißt. Sie wissen, was Management von Information bedeutet. Das ist bei 80% der Unternehmen nicht so angekommen, das sind die meisten KMUs. Und dort ist genau der Punkt, wo die DSGVO wirklich dazu bewegt, sich mit Datenschutzmanagement einmal zu beschäftigen. Mhm. Und dann ist man bei Dokumentation, man kommt auf Dinge drauf und viele dieser Dinge mehr. Also das ist auch, ich habe mich jetzt eingemischt ein bisschen in die Diskussion, das ist ein wichtiger Punkt von der organisatorischen Seite. Absolut. Und das sehe ich als Benefit und wo ich glaube auch als einen gewissen Hype. Mhm. Denn jetzt kommt nämlich der Hype daher, dass nämlich bis jetzt das ein Problem war, vom Management da Geld zu kriegen. Jetzt kommt das Management und sagt, was muss ich tun, da habt ihr ein bisschen Agentur zu was.
Das heißt, der Weg ist geöffnet, hier einen Hype zu erzeugen und zu konsumieren, hätte ich mir noch gesagt. Aber jetzt ziehe ich mich wieder zurück. Du wolltest was sagen. Ich wollte ganz deiner Meinung, ich wollte auch Ihnen gratulieren, das ist genau das, was eigentlich der wesentliche Kern von Datenschutz ist. Das ist eben kein einziges Thema für Juristen oder für Techniker oder für Berater, Unternehmensberater oder was auch immer oder fürs Management ist, sondern dass wir wirklich alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen und zu einer Lösung finden müssen, ja, und hier auch Lösungen finden werden. Da würde ich mich doch auch gegen die Aussagen von Kollegen wehren, dass die Juristen hier die bösen Treiber waren. Es waren auch nicht die Unternehmensberater und es waren auch nicht die IT-Dienstleister. Es hat einfach Fehlinformationen gegeben, so wie es bei jeder riesigen Ausrollung von Kampagnen der Fall ist. Das passiert und das passiert dann, wenn Juristen nicht mit Techniker reden, Techniker nicht mit Management etc. Und diese Probleme, die sollten wir halt jetzt wirklich versuchen zu lösen und dann eben auf so Vorteile zu kommen, die Sie auch angesprochen haben. Ich glaube, man muss auch eins. Entschuldigung. Ich würde noch gerne was sagen, weil ich finde den Hinweis super. Der Datenschutz, das juristische Teil und der technische Teil ist der handwerkliche Teil. Wir reden bitte von Firmen immer noch, dass es eine unternehmerische Strategie geben muss. Und wenn wir das loslösen und sagen, das ist nur noch sozusagen ein operativer Teil, ich muss mir als Firma überlegen, was für Geschäft ich machen möchte, wie ich meinem Mitarbeiter gegenüber auftreten möchte, wie ich meinem Kunden gegenüber auftreten möchte. Und wir hatten in Österreich, als eine große Handelskette gekommen ist, gesagt, Bio ist ein Quatsch, das hauen wir raus, weil Bio ist ein Blödsinn. Das Gleiche wird beim Datenschutz für viele Firmen sein. Firmen, die mit ihren Leuten, mit den Daten, mit den Kunden ordentlich umgehen, wird es auch dauerhaft sozusagen geben und die Firmen, die sozusagen jetzt nur operativ, mechanisch sozusagen schauen, dass sie nicht in die Fänge der Behörde kommen, die werden das Problem haben, dass sozusagen irgendwann das Vertrauen in die Produkte verloren geht. Ich meine, eines meiner größten Freundesunternehmen ist ja Facebook, wie jeder sich denken kann. Die Facebook-Teilnehmerzahl ist in Europa massiv rückläufig. Warum? Weil sie das Vertrauen verspielt haben. Und der Herr Zuckerberg kann auftreten, was er will und sagen, Datenschutz ist das wichtigste Thema seines Unternehmens. Es glaubt ihm niemand mehr. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für jedes Unternehmen, dass das Management wieder die Führung des Unternehmens übernimmt und sagt, ich entscheide als Unternehmen, wie wir mit unseren Leuten umgehen und dann bitte nachgeordnete Fachabteilungen, ihr habt es jetzt umzusetzen. Durch diese Diskussion mit der Compliance, mit der Strafandrohung, ist ja das Tolle, dass es endlich wieder im Management ist. Dass es keine IT-Entscheidung ist oder der Personalabteilung ist, sondern ein Unternehmen hat das Damoklesschwert, dass wenn es sich nicht dran hält, dass es teuer sein könnte, vielleicht. Und damit habe ich die Möglichkeit, beim CEO einen Termin zu bekommen. Und da muss ein CEO immer entscheiden, was möchte er für Firma leiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Bewusstsein zu entdecken, dass wie ich mit Informationen umgehe, ist essentiell in 3, 4, 10 Jahren. Heute nicht, weil natürlich eine Behörde dauert der Zeit, bis ein Verfahren ist. Es muss einmal jemand anzeigen, es muss einmal überführt werden. Zu glauben, weil in den letzten paar Monaten noch nichts passiert ist, ich kann mich zurücklehnen und alles machen, glaube ich, schlechte Beratung, der das glaubt. Walter Binder ist im dran jetzt. Ich wollte nur sagen, aber das Management entscheidet ja dann auch, welche Berater sie sich bedient. Ja? Und die Beispiele, die Sie vorher genannt haben, ja, dass man irgendwie trotzdem dabei bleibt, super, wir sammeln immer alle Daten und probieren dann mit einer, weiß ich nicht, mehr oder weniger rechts wasserdichten, 30, 40-seitigen Erklärung da irgendwie das Auslangen zu finden. Ja. Also mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, was ich sage. Ja. Und ich meine, das ist ja dann immer, das Management sucht sich dann die Berater, die irgendwie auf diese Linie einschwenken, weil wie uns allen werden wir immer täglich erleben, es gibt verschiedene, Klammer auf, rechts, Klammer geschlossen, Meinungen. Ja. Und ich denke mir manchmal auf der Gegenseite, ich möchte den Mandanten nicht haben und dann denke ich mir, ich möchte den Anwalt aber auch nicht haben. Ja. Also es finden immer die richtigen zueinander eigentlich. Ja. Das wollte ich auch damit sagen. Ja. Das einfach, und vor allem das spielt auch wieder auf den Wert des Unternehmens oder auf den Wert, wie soll ich sagen, der Umsetzung der DSGVO für das Unternehmen. Ja. Weil das fängt ja auch schon im Kleinen an, weil alle Daten sammeln,
Da haben wir auch das Thema gehabt mit dem Außendienst. Früher bist du um und um gerannt und hast alles in der Wirkung eingeschrieben, bis dorthin, weiß ich nicht, an welcher Krankheit die Frau von demjenigen leidet. Ne? Und jetzt haben wir wirklich gesagt, okay, überlegt euch bitte einmal, welche Daten ihr braucht für euer Business und zu welchem Zweck, und dann beschränkt man das auf das Ganze. Ja? Also ich glaube, es hängt wesentlich von der Herangehensweise ab, mit welchen Menschen und Beratern man sich umgibt. Ja? Und so kann das Thema vielfach behandelt werden. Ja, ja, genau. Ja, bitte. Ich möchte kurz zwei Punkte erwähnen. Eines, wo ich glaube, dass es mit der Einführung der DSGVO, das ein Beispiel von vielleicht mehreren, nicht gut geklappt hat, ist in den Arztpraxen. Ich habe eine gute Bekannte, die hat festgestellt, dass sie panisch wird, weil sie weiß, was da alles drinsteht, was sie alles machen muss, und sie wird von demjenigen, der sie ja fachlich vorschreibt, nämlich der Ärztekammer, völlig im Regen stehen gelassen. Eine kleine Praxis kann sich nicht leisten, eine großartige Beratung noch dazu von jemandem, der Unternehmer berät und keine Ärzte. Also es wird mehrere Beispiele geben, denke ich. Das ist ziemlich schiefgegangen, weil ich als Patient von einem Arzt zum anderen gehe und ich sehe, wie völlig unterschiedlich die Leute das handhaben. Einmal muss ich dreimal eine Erklärung unterschreiben, andere gar nicht. Also sehr seltsam. Ja. Da gehört, glaube ich, vielleicht immer noch ein bisschen mehr Erläuterung dazu, dass die Leute das auch mitkriegen. Und ganz anderer Punkt ist, Herr Marx, ich habe erwähnt, SAP. Ich glaube, dass es, das wurde auch schon gesagt, es geht bei dem Ganzen, glaube ich, in erster Linie um die Umsetzung von Werten. Wie verstehe ich das, dass ich von meinen Kunden Daten bekomme, und was darf ich mit denen machen und was ist schlecht für meine Kunden? SAP genau. Zum Beispiel ist ein Verarbeiter von vielen Daten und von einer, ich glaube, epochalen Unmöglichkeit. Ich denke auch, dass es Einzug halten muss, und zwar nicht schnellsten, sondern noch schneller, dass bei der Entwicklung von Software dieser Grundgedanke hineinfließt, weil SAP hat den bei der Erzeugung von der Software und der Entwicklung sicher nie gehabt. Ja, aber jetzt ist es da und die brauchen Jahre, bis das irgendwie bruchstückhaft in SAP sich irgendwo wiederfindet. Aber neu entwickelte Software wird dauernd, die werden es vielleicht noch besser wissen. Wir haben viel Software neu entwickelt und es sollten Leute, die mit die Software erzeugen, die mit Daten von Kunden zu tun haben, die sollten von vornherein beginnen, diese Werte auch bei der Entwicklung umzusetzen. Und das ist schon die Planung der Sache. Dazu. Nur bei der Eigenentwicklung, da habe ich ja viel mehr, da habe ich das ja im Griff, sage ich mal, mehr oder weniger, dass ich das berücksichtige. Nur bei der Standardsoftware und vor allem bei so großen Dingen wie SAP, die von links nach rechts und von oben nach unten im Unternehmen verzweigt sind, da bin ich auf den Hersteller ja angewiesen. Ich darf da nicht reingreifen, weil das, wenn ich reingreife, dann ist so und so der Super-GAU. Die ist seit zwei Jahrzehnten im Unternehmen, ist die Software, die bringst du dann immer raus. Ja, Und das, was ich nicht verstehe, ist einfach, es haben auch die Hersteller lang vorher gewusst, was da kommt, und vor allem das Hersteller von Software, wo ganz klar ist, dass da personenbezogene Daten verarbeitet werden, nicht nur bei einer SAP, bei CRM zum Beispiel auch, ich meine, da wurde es von personenbezogenen Daten, ja, dass man auch da von den Herstellern eigentlich im Regen stehen gelassen wird. Also das ist für mich unverständlich. Ja. Ich habe es erwähnt, weil es eine Vorgabe sein sollte an Entwicklung von Software. Also bei den Giganten in einer Vorgabe dafür erreicht, ist klar. Das sieht man bei Microsoft, das sieht man bei Facebook, das sieht man bei Google etc. und SAP natürlich auch und Amazon, die entwickeln ja oder lassen entwickeln Software mit Vorgaben. Dort fehlt es. Und die sind vielleicht auch gar nicht interessiert, das hineinzubringen, weil sie ja eigentlich das Recht bis an die letzte Grenze ausreizen wollen. Wenn ich mir anschaue, der Jö Bonus Club, der betreibt was sehr hervorragendes mit seinen Profiling-Ideen, wo man sich fragt, na geht's noch? Ja, das ist ein kranker, man kann das nicht so sagen, Ausreißer im Moment. Ein bisschen komisch, dass das so im Jahr 2019 ausschaut. Aber darf ich ganz kurz sozusagen ein bisschen einen Blick über den Tellerrand, nämlich raus aus der EU werfen. Ich habe das Privileg gehabt, auf einer Konferenz in San Francisco einen Vortrag zu halten. Ich habe berichtet über die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bei uns im Unternehmen. Und
Es war ursprünglich gebucht, dass ich in einem Saal mit, weiß ich nicht, Hausnummer 100 Personen vortrage. Am Abend davor kriege ich eine E-Mail, dass sie einen größeren Saal gebucht haben, weil man sich da online dann in dem jeweiligen Saal registrieren können und dass parallel in einem zweiten Saal per Videostream ebenfalls mein Vortrag gezeigt wird. Rieseninteresse von den Kaliforniern, von den Amerikanern. Und ich habe dann nach dem Vortrag noch eine halbe Stunde vorm Saal mit den Leuten geredet und mir austauscht und die sehnen sich nach einer Rechtsgrundlage, die hätten gern eine US-weite einheitliche Rechtsgrundlage, was den Umgang mit personenbezogenen Daten betrifft, nämlich die Industrien. Klar, man kann jetzt wieder sagen, Google und Amazon und so sind alle böse, aber auch die haben ja das gleiche Problem. Ja? Ich meine, überall arbeiten Menschen und Menschen sind per, meine Meinung, per Standard nicht böse. Ja? Also sozusagen, dass jetzt die DSGVO als Goldstandard mittlerweile weltweit gilt, nehme ich sehr wohl wahr, wenn ich sozusagen außerhalb der EU bin. Und das ist jetzt letztendlich, ist halt, wir haben eh noch Zeit zum Reden, aber das wäre im Prinzip eine sehr, sehr gute sozusagen Bemerkung, die eigentlich sehr positiv ist. Ja. Und sie ist jetzt gerade nicht einmal ein Jahr in Kraft. Man muss das schon in 5, in 10 Jahren, ja, das wirkt. Ja. Ich darf einmal kurz einhaken zu dem Thema Privacy by Design. Das ist ein Punkt, wo man natürlich sagen muss, es kann nur funktionieren, wenn irgendwelche Vorgaben wo kommen, die Vorgaben über Standard und Normen in irgendeiner Form gesetzlich festgelegt werden. Also Schokodose, Steckdose, CE-Prüfzeichen, weiß Gott was. Wie steht da die Behörde eigentlich dazu, dass man da vielleicht bei Privacy Design, kleines Beispiel, IoT-Devices. Sie werden IoT-Device nicht secure designen, weil da kommen sie nicht am Markt rein, wenn sie das gescheit machen. Außer sie haben eine entsprechende Gesetzesgrundlage oder eine besonders tolle Motivation. Aber die ist sehr schwer. Also ein Start-up, das hineinkommt, hat nicht die Chancen, Security by Design zu machen. Wie geben wir ihnen die Chance? Also aus DSGVO-Sicht gibt es zwei Instrumente, wenn man so möchte, um die Compliance nachzuweisen, eben auch Privacy by Design nachzuweisen. Einerseits Verhaltensregeln. Das ist etwas, was bisher schon rege genutzt wurde, auch seitens der Wirtschaftskammer. Also bei Verhaltensregeln geht es um sektorspezifische Verhaltensregeln, das heißt, Angehörige einer gewissen Branche können sich Verhaltensregeln unterwerfen. Das wäre zum Beispiel etwas, wenn die Ärzte oder Arztpraxen, der Berufsstand so etwas konzipiert, aber das ist, glaube ich, das muss die gesetzliche Interessenvertretung entscheiden. Also das nur eine Antwort an Sie, also das ist nicht unser Bereich sozusagen. Neben Verhaltensregeln gibt es auch das Rechtsinstrument, sage ich einmal, der Zertifizierungen. Also zertifiziert kann immer ein bestimmter Verarbeitungs-, sage ich mal, Ablauf werden. Die Datenschutzbehörde zertifiziert nicht. Wir werden gewisse Zertifizierungsstellen akkreditieren, die sich bei uns um eine entsprechende Akkreditierung bewerben können, also beantragen können. Bewerben ist das falsche Wort, denn es ist ein förmliches Verfahren, was auch einen Bescheid geben wird. Status quo ist der, dass es für eine solche Akkreditierung auch eine Verordnung bedarf. Diese Verordnung ist derzeit in Bearbeitung. Und ich muss dazu sagen, der Ball liegt nicht nur bei uns, denn eine solche Verordnung muss auch durch den Europäischen Datenschutzausschuss im Rahmen des Kohärenzverfahrens. Das heißt, wir finden nicht das Auslangen, indem wir das machen, zur Begutachtung schicken und dann verkünden, sondern es muss eben durch den Datenschutzausschuss, was einerseits insofern schlecht ist, weil es eben länger dauert, aber andererseits eben durchaus positiv, weil es dadurch gewisse Standard gibt den in ganz Europa und dass eine Zertifizierung oder eine Akkreditierung ungefähr in Österreich gleich aussieht wie in Frankreich oder wo auch immer. Ich muss hier jetzt ein bisschen eine Gegenposition einnehmen, nicht zu Ihnen, sondern zu dir leider. Und zwar im Hinblick auf Normen bzw. im Hinblick auf relativ enge Korsetts für Softwarehersteller. Ich meine, ich verstehe das Bedürfnis, dass es hier klare Regelungen, also dass klare Regelungen gewünscht werden. Nur das, was Sie angesprochen haben, es muss doch eine Verpflichtung für Softwarehersteller geben, die Software entsprechend so auszuliefern, dass sie datenschutzkonform ist. Die gibt es. Privacy by Design. Also die ist hier. Jetzt ist die Frage, wie stark muss man Privacy by Design definieren? Wie stark muss man das eingrenzen? Wie stark muss man das auf gewisse Branchen tatsächlich
ausformulieren. Und hier ist jetzt die Frage, wie sinnvoll ist das? Weil wir würden uns hier natürlich wirklich ein Korsett umbinden für gewisse Branchen, für gewisse Herstellungsprozesse, für gewisse Anbieter. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck vom Datenschutz sein, das kann Sinn und Zweck von Zertifizierungen sein, von Verhaltensregeln, wo sich einfach Branchen wirklich selber überlegen, was wäre so das Mindestmaß, was wir uns wünschen würden an gewissen Produkten, Vorgängen etc. Aber das sollte nicht etwas sein, wo ich von vornherein vorgebe, so muss es sein und nicht anders. Weil was kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wissen? Was kann in einem Jahr sein, in einem halben Jahr, in 5 Jahren? Haben wir dann überhaupt noch IoT oder sind dann ganz andere Errungenschaften am Markt, die dem überhaupt nicht mehr zu Leibe rücken oder die da überhaupt nicht mehr reinpassen? Also da würde ich schon sagen, der Markt muss es richten, im Sinne von, ich bin jetzt nicht liberal eingestellt, aber der Markt wird es auch richten und es sind die Softwarehersteller dran, die Systeme so auszugestalten. Aber ja, es dauert furchtbar lange bei einigen Anbietern, aber es wird gemacht. Das ist schon der Fall. Er explodiert schon. Nein, ich explodiere nicht. Ich kenne die Position der Kammer, ich bin ja in einigen Normungsgremien von Austrian Standards auch tätig und in jedem der Gremien sitzt auch die Wirtschaftskammer und vertritt einfach diese Position. Und interessanterweise kenne ich sozusagen klarerweise die andere Seite, nämlich... Wir fangen jetzt an, sehr klar. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich in den Räumen hier begrüßen. Und mein Name ist Manfred Wörl, ich bin unter anderem auch Vizepräsident in diesem Verein hier. Ich darf ein paar Worte zu der Digital Society sagen. Wir sind ein Verein, der versucht, in der Gesellschaft die Digitalisierung von allen Seiten zu beleuchten und einen wichtigen Beitrag auch für die Öffentlichkeit in die Richtung zu leisten. Und in dem Zusammenhang eben diese Digitalks, die zu interessanten Themen und einem sehr renommierten Publikum einerseits und renommierten Tableau auf dem Podium andererseits Rede und Antwort stehen werden. Und diesbezüglich darf ich gleich beginnen mit der Vorstellungsrunde. Auf der einen Seite die Frau Dr. Binder. Frau Dr. Binder ist seit vielen Jahren tätig als Rechtsanwältin und vor allem im Bereich, interessant ist es Solarenergie, kann ich vielleicht ein paar Worte später sagen, aber vor allem im Telekom- und IT-Branchenbereich generell, Vertragsrecht und IT-Recht. Und natürlich auch begleitende Maßnahmen bei größeren IT-Projekten, wo es um Software-Audits zum Beispiel auch geht. In weiterer Position haben wir Frau Magister Illibauer. Überall, wo bei der WKO drinnen draufsteht, DSGVO, ist zumindest der Illibauer drinnen. Also sie ist... Nicht bei den schlechten Dingen. Nicht bei den schlechten Dingen. Sie ist Referentin in der Bundessparte Information und Consulting bei der WKO offiziell und hat auch sehr gute Erfahrungen bis nach Brüssel hinauf, wie Sie mich gelesen habe. Und ist also für Konsumentenschutz, E-Commerce, Datenschutzrecht verantwortlich und hält eine Reihe von Vorträgen in verschiedensten Institutionen. In der nächsten Position sehen Sie im Zentrum des Podiums Herrn Mrak, der seit vielen Jahren schon mit seinem Verein Privacy Officers sehr bekannt geworden ist. Er selbst ist bei Compliance zuständig für die Casinos Austria und hat also sicher sehr viel zu erzählen über seine Erfahrungen aus dem letzten Jahr in dem Bereich. Die wichtigste Position von heute hat Herr Magister Zaradil. Er vertritt die öffentliche Stellung der DSB, der Datenschutzbehörde, und er hat einen Titel, den ich sehr nett finde, Kommissär, habe ich gesehen. Sie sind Kommissär, nicht Kommissar. Auch erst letztens rausgefunden. Ich finde alles Mögliche heraus, wenn ich mich da vorbereite. Also Kommissär habe ich ganz toll gefunden, dass man das bei der DSB ist, offiziell. Klingt gut. Und vielleicht ein bisschen mehr Druck machen als Kommissär. Wäre nicht schlecht vielleicht. Und ja, und ganz interessant natürlich, dass er auch, vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, dissertiert zu dem Thema Informations- und Mitteilungspflichten im Datenschutzrecht. Also bitte gleich ein paar Fragen vorbereiten für nachher, weil das ist sicher ganz interessant, was uns da aus seiner Erfahrung und seinem Vorhaben im Rahmen der Dissertation vielleicht erzählen kann. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und er ist auch ein Vortragender bei einer Reihe von Veranstaltungen, wie auch zum Beispiel beim dasselbe Thema übrigens wie heute, ein Jahr DSGVO beim Rechtstag
von Infolo veranstaltet, den IT-Rechtstag. Und das ist genau ein wichtiger Punkt. Wir haben bei der DSGVO eine interessante Bipolarität. Auf der einen Seite Rechtsanwälte, auf der anderen Seite Techniker. Ich komme gerade von einer LSZ-Tagung, wo es auch um Security ging. Genau das konträre Modell. Also das heißt, hier ist ein interessantes Zusammenspiel oder Kontroverse aus Technik und Jus. Und na, mal schauen, wo der Hype hingeht. Der eine ist vorbei, vielleicht kommt der zweite. An der letzten Position ein ganz interessanter Kollege, Herr Magister Keinz. Er kommt aus einem ganz anderen Bereich in dieser Runde. Er kommt aus dem Bereich der Bürgerrechte, Berufsleben und Zeitungsbranche. Und wie ich da herausgefunden habe, beim Tagesspiegel in Berlin waren sie auch. Also auch europäisch interessanterweise sehr gut tätig. Und er ist auch der Chef oder wie auch immer mit Quintessenz machen sie eine Veranstaltung. Also alles, was so in diesen Bereich hineinspielt. Und heute ist er Geschäftsführer des Internet Service Providers, eben Quintessenz. Dass das ein Service Provider ist, habe ich selber erst gelernt. Das ist meine eigene Firma. Also auch in dem Bereich ist er aktiv. Und ja, und wir haben auch den Big Brother Award. Vielleicht können Sie da später auch noch was dazu erzählen. Also das ist mal die Kurzvorstellung in der Runde. Jetzt gehen wir es konkret an. Ich ersuche die Teilnehmer am Podium der Reihe nach, ihre Statements zu geben, was sie so als Erfahrungen gesammelt haben. Und ich habe immer gebeten, mir ein kurzes Leitzitat mir zuzuschicken. Und ich darf also das Wort an Frau Dr. Binder übergeben mit dem Leitzitat: Die DSGVO ist in der Praxis angekommen. Bitte. Ja, danke schön für die Einleitung und auch für die Vorstellung. Nein. Ja, okay, Entschuldige, passt schon. Danke. Wie Sie vielleicht gehört haben, ich beschäftige mich mit Datenschutzrecht, aber nicht ausschließlich. Ja? Und insofern glaube ich, dass ich eine relativ eine Sicht aus mehreren Perspektiven auf dieses Thema habe. Ja? Ich habe damals eben, oder letztes Jahr, war ich für die Einführung der DSGVO quasi in einem mittelständischen Unternehmen verantwortlich als externer Projektleiter quasi. Ja? Also man kann durchaus sagen, seit es die DSGVO gibt, gibt es definitiv mehr Awareness auf das Thema Datenschutz. Man möchte manchmal sogar glauben, das hat es vorher gar nicht gegeben. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also die Phase Beginn letztes Jahr und Ende des vorvorigen Jahres quasi, war zwischendurch auch von Verzweiflung geprägt, weil man nicht gewusst hat, wie man jetzt mit manchen Dingen umgehen kann. Ja. Und ich war damals einfach in dem Unternehmen sehr froh, dass sich der CFO eigentlich dieses Themas angenommen hat. Ja. Weil man einfach rechtlich manchmal also wirklich nicht sagen hat können, so machen wir es und das ist richtig. Ja. Sondern man weiß eigentlich nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist und das waren einfach vielfach Managemententscheidungen. Ja. Der zweite Erfahrungswert ist natürlich im Zusammenhang mit IT. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mandant eine Software-as-a-Service-Lösung einführt, dann ist da natürlich auch ein Stück Datenschutz dabei. Dann darf ich mich auch mit einer Microsoft zum Beispiel unterhalten, wie denn die beim Thema Office 365 in der Cloud-Variante praktisch mit dem Thema umgehen, ja, oder genauso Google und so weiter. Wobei man da dazu sagen muss, also ich sage das meinen Mandanten immer relativ klar, an den Verträgen kann man eigentlich nichts ändern. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht, das lasse ich jetzt dahingestellt, aber es ist de facto so. Ja. Und da kann man meiner Meinung nach eigentlich nur wirklich für Transparenz und Vollständigkeit sorgen. Ja. Also dass man wirklich weiß, wie geht jetzt der Microsoft zum Beispiel mit dem berühmten Cloud Act um, ja, und so weiter und so fort. Ja. Was ich mit dem Zitat auch gemeint habe, jetzt die DSGVO ist in der Praxis angekommen, es hat sich wirklich ja wieder ein bisschen gelegt, das Ganze, weil das war wirklich zum Teil von Panik geprägt. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, aus den Auftragsverarbeitervereinbarungen werden zwischendurch Dissertationen gemacht, was unheimlich schwierig macht, ja, weil ich ja irgendwo eh einen Hauptvertrag habe, wo ich ja eh die Dienstleistung beschreibe und mir dort auch das Thema Haftung und so überlege, wieso muss ich das Ganze dann nur mal regeln. Ja. Was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, dass sie komischerweise manchmal große Unternehmen eigentlich gar nicht so beschäftigen mit dem Thema. Ja. Oder wie soll ich sagen, umgekehrt, ich würde sagen, beschäftigen mit dem Thema, aber es ist umgekehrt so eben, dass dieses mittelständische Unternehmen dann, dass wir von uns aus eigentlich sagen, und habt das und das auch bedacht oder was ist mit diesen Daten und so weiter und so fort. Ja.
Wo wir eben darunter gelitten haben und noch immer leiden, ist eben der Schnittpunkt Datenschutz und Technik, IT, ja, weil man da einfach von den Herstellern auch da oder dort ein bisschen allein gelassen wird, ja, weil wenn jetzt jemand mit einem Löschungsbegehren daherkommt, dann weißt du echt nicht, wie du das manchmal in der IT umsetzen sollst. Ja. SAP, da musst du wieder ein eigenes Modul dazu nehmen, dass du das überhaupt machen kannst und so weiter. Darüber wollte ich im Detail sprechen. Ah, okay, dann höre ich auf. Ja. Ja, das ist einmal so die Einleitung. Gut, herzlichen Dank für das erste Statement. Ich gebe gleich weiter und nicht der Problem. Darf das Zitat von dir zitieren. Ein Jahr DSGVO war großer Segen und großer Fluch zugleich. Ein Jahr der Superlativen. Der Datenschutzbehörde sei Dank, aber zumindest nicht bei den Strafen. Gut, dass das vorher... Das ist Schleimspur noch ausgebreitet, ja. Danke auch von meiner Seite für die Einladung hier. Ja, ist schon angesprochen worden, ein Jahr der Superlativen, vor allem bei uns in der Wirtschaftskammer, hat es im Rahmen oder im dann Zeitraum vom 25. Mai circa 500 bis 800 Anfragen pro Woche pro Bundesland gegeben. Ich möchte dazu sagen, wir sind in der Wirtschaftskammer circa maximal 3 Juristen pro Bundesland im Datenschutzrecht. Ja, die machen auch tatsächlich wesentlich mehr Dinge als nur Datenschutz. Also wir haben auch Konsumentenschutzthemen, zivilrechtliche Themen, gesellschaftsrechtliche Themen, gewerberechtliche Themen. Also das war eine große Herausforderung. Ob immer alles richtig funktioniert hat, das kann ich jetzt nicht gewährleisten. Ich hoffe es natürlich. Unsere Produkte sind aber hoffentlich zumindest sehr hilfreich gewesen. Ich mache auch noch einmal Werbung auf wko.at/datenschutzservice. Da finden Sie nach wie vor alles. Auch wir schlafen jetzt noch nicht. Wir daten das natürlich ab. Wir schauen, dass wir uns die aktuellen Entscheidungen auch ansehen und die auch natürlich einflechten in unsere Informationsdokumente. Und wir schauen, dass wir da dranbleiben. Naja, das letzte Jahr war insofern ein Segen, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen näher ausformulieren, weil Datenschutz eigentlich in der Vergangenheit immer als Nischenthema anerkannt worden ist, wenn überhaupt anerkannt. Ja, das machen ein paar Nerds, ein paar Juristen, die ja nichts anderes zu tun haben als Datenschutz und eigentlich kann man eh nie wirklich sagen, ist das jetzt konform oder ist das jetzt schlecht, und das ist eigentlich ein Thema, das wollte sich keiner so wirklich antun oder da wollte sich keiner widmen. Das ist schon wirklich gut geworden. Also das ist etwas, was wirklich einen Vorteil gebracht hat. Nicht nur Juristen, auch Unternehmer, Unternehmensberater, IT-Dienstleister, aber auch alle anderen Unternehmer mussten sich mit Datenschutz auseinandersetzen. Und ich hoffe doch, dass die meisten Unternehmer in Österreich das Thema auch wirklich zu Herzen genommen haben und es teilweise vielleicht sogar als Chance gesehen haben. Also ich befürworte natürlich, dass man sagt, okay, es gibt natürlich immer wieder Umfragen, wo auch drinnen steht, naja, viele sind noch nicht 100% fit, aber ich würde jetzt behaupten, wenn ich in dieser Runde die Frage stelle, wer fühlt sich 100% DSGVO-konform, würden hier wahrscheinlich 2 oder 3 Personen trotzdem aufzeigen. Also ich würde es mich nicht trauen, wir sind als Kammer sicher sehr gut und wir sind auf einem guten Weg, aber 100% DSGVO-Konformität ist halt ein schwieriges Ziel zu erreichen. Es war ein Fluch, aber auch natürlich, auch wegen der Berichterstattung in den Medien, da muss ich leider schon sagen, es ist vielfach etwas schiefgelaufen. Ein Thema war natürlich, okay, seit der DSGVO gilt nur noch die Einwilligung, es gibt nichts anderes mehr, Sie müssen immer eine Einwilligung einholen. Absoluter Schwachsinn, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber etwas anderes fällt mir dazu nicht ein. Es gibt nach wie vor Verträge, wo man etwas regeln kann, es gibt nach wie vor berechtigte Interessen, es gibt sehr vieles, worauf man eine Datenverarbeitung stützen könnte. Was auch ein Riesenproblem war, war diese unglaubliche E-Mail-Flut. Also Sie werden kaum ein Mem oder eine Veräppelung dieser E-Mail-Flut nicht gelesen haben, also da hat schon sehr, sehr viel gegeben. Ob das wirklich notwendig war oder nicht, das stellen wir jetzt einmal in den Raum. Wir sagen einmal, ja, es war notwendig, weil niemand macht sich Arbeit natürlich gerne zu viel. Und was halt auch so ein Riesenthema war, wo Österreich leider sehr schnell, sehr zur Lachnummer geworden ist, sind so Dinge wie Türschilder. Ich glaube, das wird bei Ihnen allen einen gewissen Effekt auslösen. Bei mir löst es einen sehr großen Effekt auf, weil ich war leider zu der Zeit im Dienst und hatte die Anfragen in der Kammer. Das sind jetzt also Dinge, wo ich sage, da hat die Information einfach nicht sehr gut funktioniert, da waren wir vielleicht auch ein bisschen zu spät dran, man muss hier einfach gegensteuern und da würde ich auch Sie natürlich als Experten immer bitten,
Schauen Sie, dass Sie die Dinge auch wirklich an den Mann bringen. Reden Sie weiterhin über Datenschutz und Datensicherheit, nicht nur ein Jahr nach der DSGVO, sondern auch weiter. Vor allem im Hinblick auf Datensicherheit, das ist ein Thema, das wird ein sehr wesentliches werden, sagt auch die Datenschutzbehörde immer wieder. Datensicherheitsmaßnahmen sind etwas, was Ihnen nur zum Vorteil gereichen kann und nicht zum Nachteil. Von daher machen Sie da was, investieren Sie etwas. Und vor allem, das gebe ich Ihnen auch mit, weil das Thema Infopflichten schon angesprochen worden ist, investieren Sie in wirklich gute Datenschutzerklärungen. Das ist meiner Meinung nach eines von den wesentlichen Teilen der DSGVO, dass die Informationspflichten einfach ausgeweitet worden sind, dass man das Spannungsverhältnis zwischen vielen Informationen an den Mann zu bringen und diese verständlich und transparent zu gestalten, irgendwie lösen muss. Und da ist einfach jedes einzelne Unternehmen für sich gefragt, um das wirklich gut und transparent und verständlich und ordentlich durchführen zu können. Gibt da nur zu bedenken, eine der Höchststrafen, die bislang ausgesprochen worden sind, war in Frankreich, war die 50-Millionen-Strafe gegen Google. Ich glaube, 50 Millionen war es, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Und die war unter anderem aufgrund einer nicht transparenten, aufgrund einer nicht verständlichen Datenschutzerklärung. Das mag man von Google und von den großen Konzernen halten, was man will, aber die Datenschutzerklärung war nicht so übel. Da ist wirklich einiges an Geld hineingeflossen und einiges an Mannstunden. Das tut mir in der juristischen Seele etwas weh, weil ich dann durchaus nachfrage, okay, wie denn dann, wenn nicht so? Mit Comics, mit Video anscheinend ist alles okay, aber so hat es nicht geklappt. Gut, sei es drum. Wie gesagt, ich bin ein bisschen ambivalent, was das Thema anbelangt, versuche aber nach wie vor noch ein bisschen Spaß daran zu haben. Es ist ja doch auch durchaus lustig und ich würde mir wünschen, dass dieser Spaß an dem Thema auch wieder kommt. Also dass das nicht nur wieder das Nerd-Thema wird, sondern dass das Unternehmer tatsächlich auch als Vorteil für ihr eigenes Unternehmen sehen können. Danke. Danke für die Ausführungen. Vielleicht nur Ergänzung, ein Satz dazu zu den 50 Millionen. Zwei Dinge, die kritisch sind. Das eine ist, die 50 Millionen sind so viel, wie wenn uns 1,40 Euro zahlt. Also aus der Portokasse. Das zweite ist, sofort eine Beschwerde eingereicht, sie wollen es nicht zahlen. Aus Prinzip. Also das sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind für die Zukunft. Zukunft vielleicht auch später für die Diskussion, dass man diese Vorgangsweise und diese Probleme, wie gehe ich mit den Dingen um, zum Reden kommt, weil das könnte natürlich dann interessant werden. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer an der Runde. Herr Michael Mark, Leiter der Compliance Casinos, haben wir schon erwähnt, sein Zitat vom Projekt in den Regelbereich, Normalität ist schon fast wieder eingekehrt. Bitte schön. Fast in Klammer, weil es wahrscheinlich... Das Fass habe ich gesprochen, die Klammer, sie war nicht ganz deutlich. Weil es in den nächsten Jahren ganz sicher nicht der Normalbetrieb sein wird. Ich bin jetzt ein bisschen gespalten, weil ich sozusagen in zwei Rollen hier sitze, einerseits als Vertreter eines Unternehmens, damit als einer, der natürlich dankenswerterweise die Ressourcen der WKO immer wieder mal in Anspruch nehmen konnte, und auch als Mitglied des Vorstands der Privacy Officers. Jetzt drüber natürlich leichter in meinen Ausführungen zu sagen, also überall, wo es Probleme gibt, da spreche ich halt immer für Mitglieder, die das zugetragen haben, zumal die Behörde neben mir sitzt. Und auf der anderen Seite ist das sozusagen vielleicht ein interessanter Ansatz. Aber ich möchte ganz gern über das Projekt, das wir seit dem Jahr 2016 eigentlich bei uns gestartet und dann mit dem 25. Mai 2018 nicht abgeschlossen haben, berichten. Wir waren der Meinung, wir fahren im Herbst 2016 an, das Gesetz ist da, wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist und waren wirklich der Meinung, geht sich alles total leicht aus. Ja. Also es war ein doch relativ leicht lesbares Gesetz, es sind zwar viele Artikel und man kann natürlich manches so oder so interpretieren, aber wir waren wirklich der Meinung, ja okay, wir arbeiten jetzt einfach die für uns relevanten Bereiche ab und sind dann relativ rasch eigentlich in dem Projekt in die Situation gekommen, dass es sehr, sehr viel Mitarbeit der beteiligten Bereiche bedarf. Ja. Also das typische Projekt-Setup ist ja, da sitzt man sich alle zwei Wochen zusammen und dann bespricht man was und dann geht man wieder auseinander und jeder tut dann in seinem Bereich. Und da hat sich relativ rasch herausgestellt, dass A, die Taktzyklen viel zu groß waren, also die sozusagen Abstimmungstermine viel zu kurz, zu lang waren. Das heißt, es haben sich dann relativ rasch Unterarbeitsgruppen bilden müssen, die sich dann wirklich explizit mit den Themenbereichen befasst haben. Und da gebe ich meinen Vorrednerinnen 100% recht, das Thema
Einwilligungserklärung war gerade am Anfang bei uns eines, das wir dann Gott sei Dank abgebogen haben, weil wir hätten auch am Anfang, und zwar vom Management-Ebene, ist gekommen sozusagen die Begehrlichkeit, na, wir holen uns jetzt überall die Unterschriften und dann sind wir im grünen Bereich. Und das haben wir glücklicherweise sozusagen, ich bin ja kein Jurist, mit unserer Rechtsanwaltskanzlei und mit der im Projektteam sitzenden Juristin aus der Rechtsabteilung bei uns verhindern können. Ja. Das Projekt selbst ist dann wirklich peu à peu abgearbeitet worden und im Laufe der Zeit haben wir bemerkt, dass wir immer mehr, möchte nicht sagen Probleme, jetzt spreche ich als Privacy Officer, der von anderen Unternehmen berichtet, in immer mehr Themen stoßen, wo wir absehen konnten, dass wir mit 25. Mai, also dass diese Unternehmen mit 25. Mai nicht DSGVO-compliant sind. Und da möchte ich jetzt ein plakatives Beispiel rausnehmen, das ich mir gerade thematisch vorbereitet habe. Und ich sehe, das ist nicht nur bei uns so, das ist SAP. SAP, ein deutscher Konzern. Also man denkt sich jetzt, DSGVO-mäßiger kann es nicht sein, denn ein deutscher Konzern Software produziert, hat sich eigentlich ja, schon dann im Winter 2017, Frühjahr 2018, wo wir dann wirklich in die Umsetzung gehen wollten, und zwar insbesondere was die Lösch- und Archivierungsthematik betrifft, herausgestellt, das kann das gar nicht out of the box. Also man kann SAP, wenn man es sozusagen nackt installiert, nicht rechtskonform betreiben. Das war ein ziemlicher Schock und das Risiko, glücklicherweise war dann auch bei uns das Management sozusagen so fair zu sagen, okay, wir tragen das jetzt, können wir im Notfall händisch löschen? Ja, das können wir schon irgendwie, aber wir können jetzt nicht Löschfristen wirklich technisch umsetzen. Und da gibt es bei SAP dann Zusatzmodule, Information Lifecycle Management und ganz offen, wir sind jetzt sozusagen gerade in der Umsetzungsphase, dieses Lifecycle-Management wirklich zum Abheben zu bringen und das kostet wirklich viel Geld. Also da sind wir jetzt bei wahrscheinlich mindestens noch einem Jahr bis zur Umsetzung bei 200.000 in etwa an Beraterkosten all in on. Wir werden bis Herbst ganz sicher sozusagen ein ganz klares Konstrukt fertig haben, sozusagen welche Datentypen nach welchen Regeln gelöscht werden müssen. Was wir sehr wohl haben, ist ein theoretisches Löschkonzept. Das ist auch sozusagen von der Rechtsabteilung und von, mit einer Legal Opinion von extern abgesichert. Also da haben wir sehr wohl schon alle unsere Verarbeitungen, die wir natürlich, wir haben auch ein Verarbeitungsregister, das eigentlich aufgewertet wurde durch die DSGVO. Wir haben das vorher schon gehabt. Wir haben das vorher genannt, datenschutzrelevante Objekte. Das war so eine Tabelle, wo man einfach schon recht umfangreich, schon mehr als das DVR gelistet hatten, welche Datenverarbeitung wir haben. Und das haben wir eben im Vorfeld der DSGVO zu einem aus unserer Sicht sehr umfangreichen Verarbeitungsregister umgebaut. Das heißt, dort haben wir sehr wohl schon die Soll-Speicherfristen hinterlegt. Alleine, es liegt im Moment wirklich bei der technischen Umsetzbarkeit. Und ich rede nicht nur von SAP, ich rede jetzt wieder für andere Unternehmen, aus dem Privacy Officers Verein. Es ist also mit normalen Legacy-Systemen, die Sie am Markt kaufen, heute sehr schwer, hier wirklich rechtskonform, nämlich ohne dass Sie selbst dann periodisch schauen müssen und händisch löschen müssen. Ich rede nicht von betroffenen Rechte im Sinne Löschantrag, das kriegt man im Regelfall hin, aber diese automatisierte Löschung oder die Definitionen dann auch wirklich umzusetzen in technische, weil wie setzen Sie berechtigtes Interesse um, ja? Marketingdaten und so weiter und so fort, man kommt da vom Hundertsten ins Tausendste. Soll aber jetzt keine wirklich pessimistische Aussage dahinter stecken, da geht die Schnittstelle dann eigentlich schon sehr wohl wieder in die Technik, in die technisch-organisatorischen Möglichkeiten, sage ich. Ja. wenn wir vorher gesprochen haben, kann sein, dass sich daraus der nächste Hype entwickelt, ja, der dann sozusagen mit der technischen Umsetzung mancher Aspekte der DSGVO sich befasst. Aber summa summarum, muss ich sagen, hat das ganze Thema für uns im Unternehmen für sehr viel noch mehr Awareness gesorgt, also aus der sozusagen aus der Sicht eines Betroffenen, der wir ja alle selbst sind, kann ich die DSGVO wirklich nur persönlich sehr mittragen, auch als Unternehmensvertreter.
Vorteil bei uns im Unternehmen war die Awareness schon früher sehr hoch, weil andere rechtliche Grundlagen, die nur für uns gelten, Glücksspielgeheimnis, Spielgeheimnis etc., das gibt es in vielen anderen Branchen nicht. Also wir sind da eh sehr exponiert schon gewesen, damit war die Awareness sehr hoch. Und die DSGVO hat uns aber definitiv geholfen, diese Awareness nochmal weiter ein bisschen zu steigern. Danke für die Ausführungen. Ich möchte genau das ergänzen. Ich vergleiche die DSGVO immer mit der Ehe. Es beginnt mit einem Rechtsakt, vielleicht mit einem Güterteilungsvertrag und muss sich dann in der Praxis bewähren. Und hoffentlich wird es dann ein bisschen schmackhaft, die Geschichte. Und irgendwann sagt man, die DSGVO hat doch Positives auch gebracht in Richtung Security. Gut, kommen wir zum nächsten Vortragenden und nächsten Teilnehmer. Und hier geht es bei Magister Zavadil um ein Jahr DSGVO und die Welt dreht sich noch immer. Komischerweise. Danke für die einleitenden Worte. Vielleicht, wenn ich an die Nummern, an die Namensschilder anknüpfen darf. Also in den Medien war ja so die Rede, dass die Datenschutzbehörde das ausgesprochen hat. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer der Verursacher war, aber wir haben das nicht ausgesprochen. Zumal ja auch die Frage besteht, ob das überhaupt in den Anwendungsbereich fällt, aber das kann man vielleicht später diskutieren. Also ich möchte so beginnen mit einem Satz, mit dem, glaube ich, jeder Vortragende der DSB einen Vortrag oder auch so eine Podiumsdiskussion beginnt, nämlich dass durchaus eine rege mediale Diskussion im Vorfeld war, also wie wir auch schon gehört haben. Also ich glaube, seit der Registrierkassenpflicht, wie kaum ein anderes Gesetzesvorhaben im Inland oder jetzt eben eine Verordnung auf europäischer Ebene. Wir haben auch von Unternehmern Anfragen bekommen, die zum Teil schon vor dem 25. Mai eben eine Selbstanzeige eingebracht haben. Also gesagt haben, so, ich zeige mich jetzt selber an, weil ich werde das eh nicht einhalten. Es gab auch kuriose Sachen, also eben unsere Leitung, die, glaube ich, eine Katze hat und dann den Tierarzt war. Und der Tierarzt hat dann eine Einwilligungserklärung eingeholt, dass die Daten des Haustieres verarbeitet werden dürfen. Also es waren ein paar kuriose Sachen dabei. Irgendwann ist dann der 25. Mai gekommen und deswegen eben dieses Zitat, die Welt dreht sich weiter. Allerdings hat sie sich dann doch etwas schneller gedreht, sowohl für die Unternehmen als auch die Datenschutzbehörde. Also ich habe Ihnen die aktuellen Zahlen mitgebracht, also vom 25. Mai bis heute. Also habe ich heute in der Früh mit der Kanzlei erhoben. Also wir haben insgesamt über 1900 Beschwerdeverfahren im Inland. Beschwerdeverfahren sind all jene Verfahren, die mit einer förmlichen Entscheidung beendet werden. Davon, also von diesen 1900, haben wir ca. 240 ausländische Verfahren. Ausländisch gemeint jene internationale Verfahren, die beim Europäischen Datenschutzausschuss anhängig sind. Vereinfacht formuliert, also Verfahren gegen Google, WhatsApp, Amazon und so weiter. Wir haben insgesamt über 5000 Rechtsauskünfte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Rechtsauskünfte sind etwas Unoffizielles, also sie sind nicht mit einem förmlichen Bescheid zu erledigen. Allerdings gibt es ja das österreichische Auskunftspflichtgesetz, das heißt, die Behörde muss trotzdem jede Anfrage beantworten, auch wenn sie ab und zu nur ein böses E-Mail ist. Oder wenn wir in CC sind. Davon abgesehen, also nach fast ein Jahr DSGVO gibt es weiterhin viele Fragen. Ich glaube allerdings, dass wir auch viele Fragen geklärt haben. Wir beantworten Fragen ja nicht nur theoretisch, sondern können immer nur dann tätig werden oder uns mit einem Rechtsproblem auseinandersetzen, also wenn auch tatsächlich ein Verfahren zu uns kommt. Meistens ist das eben in Form eines Beschwerdeverfahrens. Als Beispiel kann ich Ihnen nennen Löschung oder Löschkonzepte. Da gab es ja eben die Aufregung, jetzt muss alles gelöscht werden, man darf nichts mehr haben. Das wurde insofern etwas relativiert, weil wir doch gesagt haben, gut, wenn ein konkreter Anspruch genannt werden kann, beispielsweise Gewährleistung oder eben nach dem Gleichbehandlungsgesetz, dass man hier einen potenziellen Anspruch abwehrt, dann ist es natürlich und selbstverständlich logisch und auch rechtmäßig, dass man diese Daten weiterhin verwenden darf, natürlich in diesem eingeschränkten Rahmen und nicht anderweitig. Eine durchaus große Frage war auch, was kann man denn jetzt eigentlich geltend machen? Also Rechtsauskunft und Löschung war klar, aber kann ich mich beispielsweise auch aufgrund eines Verstoßes nach Artikel 32 an die Datenschutzbehörde wenden, also Sicherheit der Verarbeitung, da ist unsere Spruchpraxis die, also man kann auf jeden Fall alles geltend machen, was in Kapitel 3 drinnen ist, also sprich alle betroffenen Rechte.
Daneben gibt es eben dieses Grundrecht auf Geheimhaltung, was parallel zur Datenschutzgrundverordnung besteht. Und da haben wir eben gesagt, man kann alles geltend machen, solange es im Ergebnis zu einer Verletzung im Grundrecht auf Geheimhaltung kommt. Einfaches Beispiel, also wenn wir Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung nehmen, dann ist es so, wenn aufgrund von mangelnder Sicherheit, also mangelnden Sicherheitsmaßnahmen eine unbefugte Offenlegung zur Folge hat, dann hat das natürlich im Ergebnis auch eine Verletzung nach Paragraph 1 Datenschutzgesetz, also dem Grundrecht auf Geheimhaltung zur Folge. Und folgedessen könnte man in diesem Fallbeispiel Paragraph 1 in Verbindung mit Artikel 32 geltend machen. Was natürlich über den ganzen schwebt, sind die Geldstrafen, die, glaube ich, auch zuletzt sozusagen der Auslöser von dieser medialen Berichterstattung waren, also 4% oder 20 Millionen bei schwerwiegenden Verstößen. Da war die bisherige Höchststrafe 6.800 Euro gegen einen Detektiven, der sozusagen unverhältnismäßig Daten gesammelt hat im Rahmen seines Gewerbes, was ja mal grundsätzlich zulässig ist. Wir haben schon vorhin gehört, also 50 Millionen gegen Google. Also wir haben, dieses Beispiel nehme ich immer, einmal 300 Euro wegen einer Dashcam verhängt. Diese 300 Euro klingen wenig. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass das gegen einen ungarischen Staatsbürger verhängt wurde, der ein Nettoeinkommen von 300 Euro hat. Das heißt, der hat eigentlich sozusagen 100% seines Nettoeinkommens bekommen, während Google weitaus mehr als 50 Millionen Euro im Monat verdient, nämlich mehrere Milliarden. Also das heißt, prozentuell oder in Relation gesehen war dann unsere Strafe strenger. Allerdings, und damit komme ich zum Schluss, ist, glaube ich, schon ersichtlich, dass wir durchaus das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahrnehmen, und das ergibt sich auch schon aus der DSGVO und nicht erst aus dem DSG, was man, glaube ich, auch anhand der bisherigen Strafen sieht. Allerdings sind natürlich auch viele erst anhängig, und dass natürlich sozusagen die überwiegende Anzahl die Videoüberwachungsfälle ausgesprochen wurden, liegt natürlich daran, dass das auch, sage ich mal, eine einfache Rechtsfrage ist. Ja. Also es ist eine Würdigung des Sachverhalts, überwacht man den öffentlichen Raum ja oder nein, und dann ist das eine einfache Frage, wohingegen natürlich andere Dinge, Verschlüsselungen, Datensicherheit und so weiter, etwas komplexer sind und daher mehr Zeit beanspruchen. Danke für die Ausführungen.